Also, ey, es ist wirklich krass, Alter. Sie glaubt nicht, dass jemand mit Bushidos Image so eine Geschichte erfinden würde. Sorry, aber die ist völlig falsch in den Job. Oh, Schmussmerk ist da. Allein dafür gibt's Shoutout. Ich möchte an dieser Stelle sagen, die gucken zu viel Roos, Alter. Jetzt geht's mal hier los. Fangen wir mal ein bisschen an mit Steuerung F, der Start gegen Arafat Abu Chaka. Steuerung F, die nennen das jetzt Epic, wahrscheinlich, weil es so lang ist. Der Start gegen Arafat Abu Chaka. Das ist so ein bisschen State against O.J. Simpson. 114 Prozesstage. Der Start gegen Arafat Abu Chaka. Und Anis Fashishi alias Bushido als wichtigster Zeuge. Kaum ein Gerichtsprozess hat in den letzten... Guck mal, wer da ist. 114. Prozesstag, 5.2. An dem Tag war ich da. Ich habe ja, deswegen erinnere ich mich an seine Jacke, ich habe an dem Tag ein Foto mit ihm gemacht, vor einem Café, ihr wisst. Da habe ich auch den Journalisten, der das hier gedreht hat, beziehungsweise einen der beiden getroffen auch. Paul heißt er, Paul Schlemm. In den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommen. Der ist er, Paul Schlemm. Ich kenne den, beziehungsweise habe den auch schon mal einmal getroffen. Let's go. Ja, das Urteil ist gefallen, nach 3,5 Jahren. Das Landgericht Berlin verurteilt den in vielen Medien als Clan-Boss betitelten Hauptangeklagten wegen 13 heimlicher Handyaufnahmen. Oder, in den Worten der Pressesprecherin des Gerichts, der Angeklagte Arafat AC wurde wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in 13 Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 900 Euro verurteilt. In den Hauptanklagepunkten spricht das Gericht Arafat Abu Chaka frei. Ich bedanke mich bei meinem Anwalt. Das heißt auch, die Strafkammer war nicht überzeugt von Bushidos Aussagen. Der ist zur Urteilsverkündung nicht erschienen. Hier ist im Bild der Journalist, der sehr, sehr wichtiger Journalist, der das am, glaube ich, einer der wichtigsten in dem ganzen Thema vom Stern, beziehungsweise, ja genau, und da ist der, ich kann keine Lügen feststellen, hier links ist einer der Brüder, die Dame hier kennt ihr wahrscheinlich von Steuerung F, rechts ist einer der Brüder, jetzt ist hinter meinem, warte, so, da seht ihr ihn, ist ein bisschen doof mit der Kamera, ne, warte, ich mache schon ein bisschen kleiner. Genau, weiter geht's. Er chillt ja schön in Dubai. Wir haben ja die Arschkarte. 4 Jahre nur am Lügen. Die Staatsanwaltschaft hatte rund 4 Jahre und... Genau, Stefan Doblinger. Genau, danke, Adam. 3 Monate Haft für Arafat Abu Chaka gefordert. Wie konnte die... Oh, da ist Falcone. Da ist Falcone. Falconi Falcono. Giovanni Falcone. Leistner. Anklage so in sich zusammenfallen. Ich kann nur wiederholen, dass es eine Vielzahl von Zeugen gab, die nicht freiwillig vor Gericht erscheinen und schon gar nicht aussagen wollten oder alles vergessen haben, was sie vorher gesagt haben. Also ja, es ist schwierig. Bushido wird mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden sein. Also eigentlich gibt es nur Verlierer auf der ganzen Linie. Chopper, eine Frage. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich will nur eine Frage sagen. Wie bewerten Sie das Urteil? Haben Sie es schon Ihrem Mandanten erzählt? Tja, kein Urteil. Hä, warum gibt Choppe kein Interview? Normalerweise ist er doch voll gerne so in den Medien und so. Choppe ist doch Dings. Hangaround. O-Ton vom Anwalt von Bushido. Was ist passiert in einem der größten Prozesse der deutschen Musikgeschichte? Ich glaube nicht mal, dass es einer der größten Prozesse der Musikgeschichte ist. Ich glaube, das ist einer der größten Prozesse insgesamt, wenn man alleine die Prozesstage nimmt. Chop Masterismus. Wir haben schon 2019 zu den Ermittlungen gegen Arafat Abu Chaka recherchiert. Anlass für die Recherchen damals waren unter anderem diese Bilder hier. Ja, wer erinnert sich nicht an die Bilder, die, wie man heute sagt, von Kapi geleakt worden sein sollen, wollen. Die Mackies sind noch Tag. Ein ganz normaler Tag in Berlin. Wenn Bushido einkaufen geht, wird er von der Polizei begleitet. Sein Ex-Partner soll ihn bedrohen. Dabei prägten Bushido und Abu Chaka mit dem Label Erst guter Junge über ein Jahr. Ha!
Bitte achte auf Quelle. Ey, also ich weiß gerade nicht, ob ich gut bin mit dem oder nicht. Keine Ahnung, weil ich werde da immer durch den Kakao gezogen. Aber ich weiß es nicht. Aber wild, dass die Bubble es geschafft hat, als Quelle am Start zu kommen. Vor allem, Bruder, haben die nicht die echte Quelle gefunden oder was? Aber okay, ja, da gönn ich auf jeden Fall Gönnung. Eine Gönnung ist dabei. es ist so witzig. Jahrzehnt Deutschrap. Quelle auch hier. YouTube Alpha Kenan. Ist da, warte mal, ist Alpha Kenan nicht auch so wie Memo Cake, so ein News-YouTuber auf, gewesen auf YouTube? Aber den habe ich auch ewig nie mehr gehört. Gibt es den noch? Ja, okay. Streit mit Bushido würde niemals öffentlich. Da- Alter, wie der Arafat da aussah. Bruder, das ist ja, wow, der hat anders abgenommen. Quelle 16 Bars, okay, ja, das ist schon ein bisschen. Davon ist Arafat damals felsenfest überzeugt. Würde ich mich mal jemals, egal. Quelle hiphop.de. Bushido oder mit einem Freund von mir streiten. Das ja, ein bekanntes Zitat. Würdest du gar nicht mitbekommen, sagt er jetzt. Das wirst du nie mitbekommen. Na, das ist natürlich. Quelle Ruse Abi heißt das. Nie in deinem Leben würdest du es mitbekommen. Vielleicht geht man sich dann aus dem Weg, aber du kriegst es nicht mit. Ja, das ist natürlich super. Allseits bekannte Meme. Doch dann wurde aus Freundschaft Hass. Böse eingesperrt haben. Gerüchte kamen auf. Bushido eingesperrt. Von das ist so geil. Quelle AOL.de. Einfach AOL. Gleich kommt noch freenet.com. Ey, Säureangriff, Bushidos Freund, wie sieht das Abu Chai? Ey, mal ehrlich, ne? Das sind die schlimmsten Bilder von beiden. Wie sieht Arafat überhaupt aus? Die sieht nicht aus wie er selber. Irgendwie total komisch. Gleich kommt noch Dings, arcor.to. Quelle Kino.to. In einem Säureangriff auf Bushidos Frau war die Rede. Von Entführung seiner Familie. Nach diesem schwerwiegenden Vorwurf. Ja, das ist mal für euch interessant, weil ihr das wahrscheinlich noch nie so richtig gesehen habt. Hier rechts saß ich manchmal an diesem Stühlen hier. Hier sind alle Anwälte zu sehen. Hier ist Arafat, sein Bruder. Links, normalerweise ganz links, sitzt immer der Hauptverteidiger, der Hans-Georg Bierkopf. Weiter geht's. Startete im August. Ja, da ist er, Bierkopf. Da oben, genau, hier oben, wo die Maus ist, hier sitzt die Leisner. 2020 der Gerichtsprozess. Medien waren fasziniert von dessen Ausgangssituation. Da ist Busneitsch, da ist Jobmaster sein Anwalt. Vor dem Berliner Landgericht hat der Prozess gegen den ehemaligen Geschäftspartner des Rappers Bushido und Chef eines arabischstämmigen Clans begonnen. Die einstigen Brüder in Rap, die sind mittlerweile erbitterte Gegner. Der 41-jährige Gangster-Rapper Bushido sagt im Prozess gegen Berlins Clanboss Arafat Abu Chaka aus. Herr Abu Chaka, geben Sie ein Statement? Wie war der für erste Anhörungstag? 3 Jahre später wollten wir eigentlich einen Film machen zu dem Urteil in dem Prozess, der zumindest am Anfang so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Doch damals haben wir noch nicht geahnt, dass dieser Prozess scheinbar einfach niemals zu Ende gehen würde. Sommer in Berlin, 102. Prozesstag. Heute ist der 104. Prozesstag. Mitte, Ende Oktober. 108. Prozesstag ist. Interessant, dass dieser Paul, also falls ihr nicht mitbekommen habt, das ist Journalist Paul Schlemm. Dass er so viele Tage da war, ich den aber nie gesehen habe, kaum gesehen habe. Nur beim letzten habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Nur am letzten Tag habe ich ihn gesehen. Krass. Okay. Schweine. Ich habe den nie gesehen, außer beim allerletzten Mal. Da habe ich ihn mit Kamera und so gesehen, dass sie auch gefilmt haben. Keine Ahnung. Ich meine, ich war jetzt auch nicht bei jedem Tag da, ne? Aber ich war schon da auf da. Schlag den Star am 13. Juli. Ja, ja, klar. Kalt und angerichtet für ein Weihnachtsurteil. Ja, also wie man sieht, war er da. Ich überlege gerade, vielleicht saßen die woanders als ich. Prozesstag 110. Es geht immer weiter. Es hört niemals auf. Wir sind in Berlin. Es sind noch 2 Wochen bis zur geplanten Urteilsverkündung. Wir gehen zum Farid Bang Konzert. Hier sind heute viele Rap-Fans. Wir sind eigentlich hier, um zu fragen, ob. In Berlin, Farid Bang Konzert. Warte mal.
zwei Wochen verurteilt. Farid Bang in Berlin? Ja, doch, warte mal, doch, klar. War ich denn da? Ich weiß, wo das ist. War ich da? Weiß ich nicht mehr. Das ist im Huxleys Neue Welt, 100 Pro. Irgendjemand noch weiß, worum es da überhaupt geht in diesem Prozess? Keine Ahnung. Aber schon vergessen, war lange. Tut mir leid, ich habe mich jetzt nur intensiv mit Kollegen befasst. Es geht um Geld und Verträge und sowas, ne? Unterdrückung und diese ganzen Sachen, was man so hört. Das ist ein bisschen auch so Promo vielleicht. Dass die Leute glauben, dass es Promo ist. Weiß nicht. Promo von Bushido? Ja. Bushido wollte, soweit ich weiß, raus aus diesem ganzen Clan-Scheiß und sowas. Was er abgezogen hat, ist halt ehrenlos, sag ich jetzt mal, Bullenschutz, alles so zu holen und alles. So steht doch dein Mann und mach einfach dein Ding selber. Um zu verstehen, worum es in diesem Prozess geht. Das muss der letzte Tag gewesen sein. Ich erkenne das an den Dudes an der Jacke. Müssen wir zurück an seinen Anfang. In einer Hauptverhandlung ist es verboten zu filmen. Eine objektive Dokumentation, also zum Beispiel Protokolle von Zeugenaussagen, gibt es nicht. Aber JournalistInnen begleiten den Prozess von Anfang an. Auf ihrer Berichterstattung beruht ein Teil unserer Grafiken. 17. August 2020 im Berliner Landgericht. Der Gang zum Saal 500 ist mit Panzerglas gesichert. Bushido ist Nebenkläger, er steht unter Polizeischutz. Neben Arafat sind drei seiner Brüder angeklagt. Rommel, Nasser und Yasser Abu Shaka. Sie sollen laut Anklage Mittäter und Gehilfen gewesen sein. Oberstaatsanwältin Petra Leister verließ den Anklagesatz. Darin steht, den Angeschuldigten wird Folgendes zur Last gelegt. Unter anderem falsche Versicherung an Eidesstatt, falsche Verdächtigung, Beleidigung, Verleumdung, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, gefährliche Körperverletzung, fahrlässige Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung, versuchte schwere räuberische Erpressung, schwere Untreue, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Die Staatsanwaltschaft hat hier also sehr viel zusammengetragen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Berliner Staatsanwaltschaft gegen die Abu Shakas ermittelt. Allein gegen Arafat soll es schon über 30 Ermittlungsverfahren gegeben haben. Verurteilt worden ist er aber nur einmal. Und zwar, weil er einen Hausmeister vor einer Arztpraxis angegriffen hat. In diesem Prozess ist die Liste der Tatvorwürfe sehr lang, wie man hier sieht. Die schwerwiegenden Vorwürfe, wie zum Beispiel versuchte schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung oder auch Freiheitsberaubung, die haben fast alle mit dem Kern des Prozesses zu tun. Und das ist der berühmt-berüchtigte 18. Januar 2018. Wir sind auf dem Weg zu einem mutmaßlichen Tag. Der berühmt-berüchtigte 18.01.2018. Worte kommen mir bekannt vor. Dort. Puderstraße 8 in Berlin-Treptow, das ehemalige Büro von Bushido und Arafat Abu Shaka. Im Winter Ende 2017 wollte sich Bushido nach eigener Aussage von seinem langjährigen Geschäftspartner trennen. Es gibt Streit ums Geld. Und dann kommt es in diesen Räumen zu... Das ist das ATGJ-Büro, falls ihr das nicht erkennt. ...zu einem Termin, der wichtig ist, auch für die Staatsanwaltschaft. Es ist der 18. Januar 2018. Anwesend vor Ort, Bushido sowie Arafat Abu Shaka und seine Brüder. Dies ist Bushidos Version der Ereignisse. Er hat sie erst ein Jahr später ausgesagt. Er sei überrascht gewesen, dass neben Arafat auch drei seiner Brüder anwesend gewesen seien. Mit der Grafik und so ist cool, ne? Kann man sich gut vorstellen. Bushido soll um 17 Uhr im gemeinsamen Büro angekommen sein. Arafat habe die Tür verriegelt. Man habe Bushido gedroht, er werde erst wieder lebendig rauskommen, wenn die Sache geklärt sei. Bushido zufolge hat Arafat ihm eine mindestens halbvolle Wasserflasche ins Gesicht geschlagen. Bushido sagt, er sei beleidigt, geschlagen und eingesperrt worden. Die Anklage der Oberstaatsanwältin Petra Leister stützt sich auf seine Aussage. Sie glaubt nicht, dass jemand mit Bushidos Image so eine Geschichte erfinden würde. Was ist das für ein mega berühmter Gangster-Rapper, der mit einer, und es wurde ja immer kleiner, wie groß war die? Doch nicht 0,75, 0,5.
mit einer halbleeren Wasserflasche auf den Kopf geschlagen wird und dann völlig zusammenbricht und psychiatrisch behandelt werden muss. Ich meine, ist das eine gute Geschichte, die man sich ausdenkt? Ja. Wenn man da darlegen. Also erstmal finde ich es krass, dass die Leisner sich doch hinsetzt und ein Interview gibt. Also Shoutout an diese Leute, dass sie da dran geblieben sind, das zu kriegen. Jetzt muss man sagen, dass es eine 0,5 halbleere geworden ist, das ist. Ich meine, ihr wisst es, vielleicht wissen die es nicht, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie alle meine Videos geguckt haben zur Quelle. Als Quelle werden die doch, oder? Die werden doch wahrscheinlich, also Digga, gibt es jemanden, der das Ding mehr begleitet hat als wir? Gibt es jemanden, der das Ding mehr begleitet hat als wir? Und das ist eine 0,5 halbvoll Erich-Lee-Flasche, das ist meine Erfindung, aber ist ja egal. Das haben die von vornherein von mir übernommen. Aber egal, ist ja auch egal. Aber ich will nur sagen, dass die Leisner wirklich denkt, dass so jemand kommt doch nicht hin und erfindet so eine Geschichte, zeigt, wie wenig sie sich mit dem Ganzen beschäftigt hat. Der Busneitsch hat schon 1000 Mal in seinem Leben alleine schon aus Imagegründen und Story eine Story erzählt, die nicht ganz richtig ist. Alleine schon, was weiß ich, wie das Stars, Rapper so machen. Gar nicht mal jetzt, weil keine Ahnung. Ja, also ganz ehrlich, der Busneitsch hat bei kleinen Sachen schon gelabert. Die denkt wirklich, der ist ja ein renommierter, berühmter Gangster-Rapper, der würde das doch nicht lügen. Dabei denkt sie nicht, die müsste einmal andersrum denken. Hat der mir nicht vielleicht die Geschichte aufgetischt, die man glauben würde, wenn man sich Arafat vorstellt? Ich meine, man kann ja beides. Man kann ja sagen, okay, vielleicht hat er recht, aber vielleicht hat er auch nicht recht. Mit dieser Perspektive kann man ja reingehen. Sie ist aber all in gegangen. All in, Bushido hat recht. Das ist doch für eine Staatsanwältin, für einen wie mich oder für einen, der Bushido nicht mag oder mag, okay. Für Straße, Shisha, okay. Aber für eine Staatsanwältin sollte sie doch beides im Blick haben. Mag sein, dass er recht hat, mag aber auch sein, dass er das, was die vorherrschende Meinung über Arafat ist, benutzt, um uns eine Geschichte aufzutischen, die glaubwürdig klingt. Das müsste sie doch mindestens müsste eine Staatsanwältin ihre Größe, finde ich, oder ihre Bekanntheit auch, ihre Erfahrung, ja, doch in Betracht ziehen. Minimum in Betracht. Zieh doch nur in Betracht, vielleicht lügt er. Jetzt sitzt sie da und will das noch rechtfertigen. Also das geht mir nicht rein. Will, dass man von einem ganz schlimmen quasi Gangsterboss zusammengeschlagen wurde. Gibt es da nicht irgendwie bessere Geschichten? Obwohl der 8. Was hat sie gesagt? Ich kann es nicht glauben. Ey, real talk. Ich will wirklich nicht die immer zu viel haten. Ich habe die schon genug gehatet, die Arme, ne? Aber ich meine, sie ist Staatsanwältin. Die wird ein paar Lügner in ihrem Leben schon getroffen haben, oder? Was labert die da? Jetzt real talk. Guck mal, Busneitsch, egal, ihr wisst, ich mag den nicht, wir haben Streit, okay, egal. Aber was labert die da? Gibt es nicht eine bessere Geschichte, als der hat mich beleidigt, bedroht, mit Stuhl beworfen, mit Flasche und gesagt, ich bin deine Mutter, ich bin deine Eltern, hat er, glaube ich, gesagt. Nein, das ist genau das, was soll er denn noch erzählen? Soll er erzählen, er hat eine AK-47 auf Gesicht gehalten? Das ist doch unglaubwürdig. Aber er ist so sauer geworden, ich f***e dich, dann noch Flasche geworfen. Das ist glaubwürdig. Das klingt doch in... Guck mal, wir wissen ja heute, dass das nicht stimmt. Also wenn man der Audio glauben will, dann wissen wir doch, dass es... Also dann kann man doch davon ausgehen, dass es nicht stimmt. Sonst wäre doch Arafat als Lügner jetzt doch auch bestraft worden, beziehungsweise die hätten doch dem Busneitsch geglaubt. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt. Also war das nicht ausgedacht? Oder steht das immer noch in den Sternen? Ich verstehe es nicht. Auf seine Aussage. Sie glaubt nicht, dass jemand mit Bushidos Image so eine Geschichte erfinden würde. Sie glaubt nicht, dass jemand mit Bushidos Image so eine Geschichte erfinden würde. Das muss man sagen. Wenn man sich ein paar Minuten mit Bushido beschäftigt und sie hat sich ja jetzt zwangsweise jahrelang mit ihm beschäftigen müssen, hat er auch ganz andere Sachen erzählt. Ganz andere Sachen. Die Arme.
die ist völlig verliebt in Bushido und seine Frau und diese ganze Story mit Familie, mit Kindern. Sie ist völlig gescampt worden. Sorry, aber die ist völlig falsch in den Job. Normalerweise in diesem Job musst du immer lächeln und in deinem Kopf völlig analytisch rangehen. Aber das kann sich schon lange nicht mehr. Was ist das für ein mega berühmter Gangster-Rapper, der mit einer, und es wurde ja immer kleiner, wie groß war die? Doch nicht 0,75, 0,5, mit einer halb leeren Wasserflasche auf den Kopf geschlagen wird und dann völlig zusammenbricht und psychiatrisch behandelt werden muss. Ich meine, ist das eine gute Geschichte, die man sich ausdenkt, ja, wenn man da darlegen will, dass man von einem ganz schlimmen quasi Gangster-Boss zusammengeschlagen wurde? Gibt es da nicht irgendwie bessere Geschichten? Obwohl der 18. Alter, das kann nicht echt sein, dass sie das sagt. Das kann nicht echt sein. Du siehst doch, dass das eine geile Geschichte war. Ihr wart doch 3 Jahre jetzt vor Gericht. Also ergo war es doch eine gute Geschichte. Es war doch ergo eine gute Geschichte, oder? War es jetzt eine gute Geschichte oder nicht? Also hat diese Geschichte nicht für 3 Jahre Gericht gereicht? Also war es doch eine gute Geschichte. Heute wissen wir doch, dass die nicht stimmte. Sie ist ja wahnsinnig, die Dame. Das ist Wahnsinn. Der Januar im Zentrum der Anklage steht, gräbt sich das Gericht erstmal durch Bushidos Biografie. Denn als Zeuge gilt er als Beweismittel. Jedes Detail scheint wichtig bei der Frage, wie glaubwürdig ist Bushido? Heute wissen wir ja nach Jahren, dass das Gericht ihm nicht geglaubt hat. Also kann die nicht da sitzen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht? Jeder kann einen Fehler machen. Ein Gangster-Rapper, der früher auch abseits der Musik auf hart machte. Ich war letztens in der Disco, da kommt so eine Olle zu mir, sagt zu mir, ich habe die umgeboxt, Alter. Ist mir scheißegal. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe die mit der Faust geschlagen, so, weißt du? Ist mir egal. Ey, den Ausschnitt kennt ja jeder, sorry für die Unterbrechung, aber ganz ehrlich, die schreiben Quelle Rapper 12260 oder sowas, ne? Sorry, Steuerung F, aber die Quelle ist Quelle ist MTV. Oder? Das ist doch MTV, Alter. Das steht doch einfach voll fett MTV da oben. Das ist doch Quelle. Das nennt man doch einfach irgendwie ein illegaler Fremdupload, so. Oder? Na gut. Egal. Wäre jetzt nicht unnötig labern. Dazu muss man sagen, was ist bitte Flüschi? Arafat hat in seinem letzten Stream gesagt, dass das eher alles nur Imagegelaber ist. Der hat noch niemanden geschlagen. Das hat der gesagt. Ja, wir wissen es ja nicht. Wer ist Bushido? Ein Liebling von mir. Ach, da schaut sie erstmal links hoch und denkt an ein Bild. Ach, ja, sie schaut links hoch. Sie denkt an ein Bild von ihm und seine Kinder. Und dann weiß sie, da ist er unschuldig. In der Psychologie haben die Blickrichtungen immer eine Bedeutung. Wenn man links hoch schaut, was bedeutet das üblicherweise? Ich habe das mir im Studium mal ein bisschen gelernt, aber ich habe es vergessen. Aber ich habe recht, links oben visuelle Erinnerung, ja. Ich hatte es schon wieder vergessen. In der Psychologie, insbesondere in der neurolinguistischen Programmierung, NLP, wird oft angenommen, dass die Blickrichtung einer Person Hinweise darauf geben kann, welche Art von mentalem Prozess gerade stattfindet. Wenn jemand nach links oben schaut, wird dies häufig als ein Hinweis darauf interpretiert, dass die Person sich an visuelle Erinnerungen erinnert. Konkret bedeutet das, ja, links oben. Ja, links oben. Also das heißt, wer ist Bushido? Jetzt denkt sie an ihn, denkt tatsächlich an ein Bild von ihm. Also das sind keine Beweise. Das ist auch in der Neurolinguistik, auch vor Gericht wäre sowas kein Beweis. Aber es ist nur eine Richtung. Und sie denkt so, ach, sie denkt an ein Bild von ihm. Sie denkt so, ach, schöne Familie, netter Kerl. Sie liebt ihn. Das ist ein Riesenproblem, ja. Gute Frage. Er ist sicher eine schillernde Persönlichkeit, das wird man sagen müssen. Ist ein schöner Mann. Aber er ist natürlich nicht, wie inzwischen ja auch alle Zeitungen wissen, der harte Typ, der sich durchsetzt. Und natürlich war er in keinster Weise der... Ihre ganze Körper,
Gestik, ne? Ihre Körperbewegung, ihre ganze Gesichts-, ihre ganze Gestik ist verteidigend. Sie verteidigt ihn gerade. Also ich kann das nicht so gut, ne? In meinem Studium war das ein Semester oder sowas, wir sowas gemacht haben, aber andere auf YouTube, die sowas dauernd machen, ne? Bitte, nehmt euch das mal durch und macht mal ein Video. Natürlich ist er nicht der Harte, wie der immer. Ja, sie bemuttert ihn. Die hat komplett Mutterinstinkt. Ist ja mal der junge Mann, der sich von unten, von einer schrecklichen Jugend nach oben gearbeitet und gekämpft hat mit den Fäusten. So einer ist er nicht, ja. Der hat mittlere Reife gemacht und hat eine Ausbildung gemacht. Und ja, natürlich gab es da auch Probleme. Aber er ist ein geiler Typ, er ist nett, es ist Wendingi. War so das Gangster-Rapper-Image ist, glaube ich, erst später gekommen. Er hat es ja auch so berichtet, dass er sämtliche Biografien nicht gelesen hat. Seine ganze Musik alleine vermarktet hat, indem er da in seinem Kinderzimmer ständig irgendwelche Sachen aufgenommen hat und ganz stark mutterbezogen war. Und das ist klar. Ja, Bruder, der hat, die ist anders verliebt in den. Ja, sie hat einen Mutterinstinkt bei ihm. Die ist völlig befangen. Die kann diesen Job nicht gemacht. Ich bin komplett. Jeder, der das sieht, muss wissen, sie ist falsch für diesen Job. Ich schwöre bei Gott, jeder andere Staatsanwalt, Anwältin wäre besser gewesen. Sie ist völlig verloren in diesem Cringe. Im Grunde genommen auch bei der Mama ganz viel gewohnt hat und diese. Bei der Mama. Oh, Junge, bei der Mama. Das ist wirklich, sie hat ihm komplett die Story. Kennt ihr, wenn man sagt, ey, was hast du hier für eine, jemand hat dir Story geschluckt, kennt ihr diesen Ausdruck? Sein größter Rückhalt war, es ist nicht das, was man sich erwartet. Das ist unglaublich, sie hätte wirklich nur noch sagen müssen, der Arme wurde von Mephisto fertig gemacht. Bushido wird zunächst über einen Zeitraum von 8 Monaten aussagen. Das liegt nicht nur an den vielen Fragen des Gerichts. Im Herbst 2020 erkrankt er an Corona. Zuvor verstirbt die Mutter der Abu Shakas, wohl infolge der Viruserkrankung. Immer wieder wird die Pandemie den Prozess verzögern. Im laufenden auch so alt, uralt Bilder. Prozess erzählt Bushido, wie er Arafat Abu Shaka kennengelernt habe. Im Jahr 2004 trennt er sich vom Label Agro Berlin, habe dafür Unterstützung gebraucht. Die Anekdote dazu taucht auch in Bushidos Filmbiografie Zeiten ändern dich auf. Moritz Bleibtreu inszeniert Abu Shaka damals als Paten mit Herz. Arafat, er spricht ja viel zu gutes Deutsch auch an dieser Stelle. Aber. Hier habe ihn Abu Shaka aus dem Vertrag geholt. Mit einer Ohrfeige und einem Auflösungsvertrag. Bushido habe ihm dafür Geld geboten. Ich bin bereit, dir 20.000 Euro zu geben. Laut Arafat sind es, glaube ich, 30 gewesen, aber okay. Da sei Abu Shaka ausgerastet. Dann habe ich gesagt, okay, dann kriegst du ab jetzt 30% von allem, was ich je verdienen werde. Ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig. Ich glaube, der sagt erst, ja was denn? Nee, 30, ich bin doch kein Hund, ich nehme 30 und so, bla bla bla. Egal, alles Detail. 14 Jahre machen die beiden daraufhin gemeinsam Business. Doch dann will Bushido die Zwangsheirat mit Abu Shaka, wie er es nennt, auflösen. Warum erst nach so langer Zeit? Er selbst sagt, ich habe keine Mutter mehr, ich habe keinen Vater mehr. Ich stand immer alleine da. Meine Frau ist der Grund, warum ich irgendwann meinen Scheißmut zusammengenommen habe. Hat dich das überzeugt? Nein, eigentlich nicht. Meine Frau ist der Grund, warum ich irgendwann meinen Scheißmut zusammengenommen habe. Hat dich das überzeugt? Also, das ist Samina Faizi. Ich habe die ein paar Mal gesehen vor Gericht. Die macht für RTL, arbeitet die. Tatsächlich war ich einmal live dabei. Ich schwöre es euch, ist kein Spaß. Da saß ich mit, oder stand ich mit Arafat vor diesem Café, vor dem Gericht und habe ihn ein paar Fragen gestellt, so Journalist, der ich bin. Und dann kam sie, das war nach dem Prozess, nach irgendeinem Tag, keine Ahnung. Und dann kam sie vorbei und
Die Jungs wollten schon gerade sagen, du, wir reden nicht mit dir. Sie meinte, nee, ich wollte nur nach einem Foto fragen. Hat die ein Selfie gemacht mit Arafat, ich schwör auf alles. Und der Arafat hat noch hinterhergerufen, glaube ich, das nicht veröffentlichen oder nur privat oder so. Da meinte die, ja, ich will nur ein Foto machen. Gut, was sagt die? Die, ob die das machen? Nein, eigentlich nicht. Samina Faizi berichtet seit rund 20 Jahren für RTL über Kriminalfälle. Im Prozess gegen die Abu Sharkas ist sie seit Tag 1 mit dabei. Bushido hat heute vor Gericht alle überrascht. Man merkt einfach, dass er sein Verhalten sehr bedauert. Ein Streit um einen Gartenzaun. Die beiden, muss man sagen, würdigen sich eigentlich keines Blickes. Das sind die 3,5 Jahre jetzt. Ja, ne? Ja. Crazy. Aber schmeißt du die weg? Ah, nein, die schmeiße ich natürlich nicht weg. Hier, das ist alles Bushido-Aussage noch. Ja. Bushido will deeskalieren, Anna-Maria hat kein Auto. Das sind die Häuser, was sie erzählt hat. Hinten das Herrschaftshaus, das ist das Grundstück, entschuldige, ja, ich steig durch meine sehr. Hier ist Bushido und da ganz vorne ist ja Yasser eingezogen. Aber komm, machen wir ein Interview. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass man wirklich über so viele Jahre ein Zwangsverhältnis mit jemand eingeht, das dann aber wiederum so lebhaft und so geistreich und auch so spaßig gestaltet, also so viel miteinander teilt und einem das eigentlich so unangenehm ist. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Also Abo, ich glaube schon, also erstmal grüß dich, Abo schreibt, ich glaube für uns ist die Doku auch nichts Neues, oder doch, also schon, weil die haben wirklich, muss ich sagen, abgesehen davon, dass ich mich immer, dass ich mich immer ärgere, dass sie mich nicht auch als Quelle nennen, weil die wahrscheinlich alle meine Videos geguckt haben, aber egal, das ist ein bisschen Ego. Die haben schon auch gute Interviews gemacht, die wir nicht gemacht haben oder die ich nicht gemacht habe, mit ihr zum Beispiel. Mit der Leistner haben die gesprochen, das fand ich ein super Talk, da waren zwar nur 3 Sätze, aber das hat viel ausgesagt und die reden auch noch mit anderen, das ist schon gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also bisher fand ich es ganz interessant, die bringen das auch zusammen und ich muss sagen, was sie gerade gesagt hat, die Samina Faizi, ich finde es krass, weil die bei RTL, sie schreibt für RTL und redet da, da hat die sowas nie gesagt. Immer war es sehr, zumindest meiner Erinnerung nach, sehr einseitig, Bushido, Familie, super, Arafat böse, ne, so diese. Was sie jetzt sagt, klingt ja ganz anders. Die glaubt nicht, dass jemand so lange zwangsverheiratet war. Wer glaubt das schon? Also ich kann, also, ne, vielleicht Redaktionsdruck schreibt jemand, ja, aber gut, jetzt sagt sie es ja, wäre auch ein bisschen Dings. Es ist natürlich voreingenommen wahrscheinlich, weil der auch bei RTL Deal hat und alles, aber ja. Hier schauen wir mal weiter. Abu Sharka und Bushido waren vor der Trennung so etwas wie das Deutschrap-Power-Couple, wirkten auch abseits der Bühne eng vertraut. 1, 2, 3. Abu Sharka war sogar Bushidos Trauzeuge. Für alle, die nicht immer kein Bild haben, das im links im Bild ist Waisel. Immer wieder ist ein Name, der in der Türkei abgeschoben wurde, der als Zeuge war. Nur, dass ihr es wisst, dass ihr mein Gesicht dazu habt. Diese Freundschaft habe Bushido im Gerichtssaal heruntergespielt, sagt Gerichtsreporterin Faizi. Boah, das ist gut, dass sie das, also ich meine, wir wissen das, dass sie Faizi das auch beobachtet, finde ich sehr interessant, dass sie das hier sagt, finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt, das haben die gut gemacht. Shoutout an Paul. Das ist, war eine Bushido-Show. Das will ich jetzt gar nicht unbedingt so negativ sagen. Aber er ist einfach ein Showmensch und ein Entertainer. Und nicht umsonst so ein so erfolgreicher auch. Er kann Massen begeistern und natürlich auch so ein Publikum in einem Gerichtssaal. Bushido tritt nicht nur im Gericht auf. Er geht bereitwillig in Talkshows und lässt sich intime Fragen zu seiner Trennung von Abu Sharka stellen. War den gut damals? Herzlich willkommen, Bushido. Und hallo. Danke für die Offenheit. Schönen guten Abend. Paare, die an Grenzen gehen, darüber reden wir heute im Nachtcafé. Und dazu begrüße ich sehr herzlich Bushido oder bürgerlich Anis Fershishi und seine Frau Anna-Maria. Shoutout an Steak. Ey, bitte guck mal, ich muss mal mein Gesicht kurz wegsmoven. Bitte schaut euch dieses lebhafte Gesicht von Anna-Maria an. Ich liebe die einfach.
Auf was wartet die? Das ist sogar, achte bitte auf seinen Blick, achte auf sie. Weiter geht's. Sie sitzen gerade als Zeuge vor Gericht gegen Ihren ehemaligen Manager. Wie sehr bereuen Sie den Kontakt zu Herrn Abu Chaker? Und auch wir hätten natürlich super gern mit Bushido gesprochen und haben ihm deshalb auch eine Anfrage per E-Mail geschickt. Und er hat dann schon nach 3 Minuten und auch relativ kurz geantwortet, dass er von STRG F nicht kontaktiert werden will. Ich möchte von STRG F nicht kontaktiert werden. Finde ich aber auch cool. Ne? So, er sagt, ich will mit euch nicht reden. Er sagt, ich will von euch nicht kontaktiert werden. Claude Monet im Chat. Hört zu, ich möchte von Claude Monet nicht mehr kontaktiert werden via Twitter. Und Arafat. Ich möchte von den Subs nicht mehr unterbrochen werden. Abu Chaker? Im Gerichtssaal schweigt er. Auf TikTok spricht er ausschweifend über alles Mögliche. Ich hab's. Hört sich gerade schlimm an, aber ich hab's geliebt zu rauchen. Frankie, soll ich dir was verraten? Ja. Mein Bruder ist eine Waffe. Das ist der Unterschied. Er braucht keine Waffe. Kennst du diese Lüfter? Mhm. Die waren damals nicht elektrisch. Ja. Weißt du, wer absolute Elite ist? Wer? Wer den Islam und den Koran kennt. Machst du Leute, die andere Leute anscheißen? Ja oder nein? Diese TikTok-Zeit damals. Vor allem aber redet der gar nicht so über den Fall. Ich dachte, die sagen, auf TikTok redet er ausschweifend. Aber der hat nie auf TikTok über den Fall eigentlich geredet. Das weiß ich ja. Magst du Leute, die anscheißen oder nicht? Cowboy-Hut. Im Oktober 2023 spricht Abu Chaker bei TikTok aufgebracht mit dem Salafistenprediger Pierre Vogel. Im Stream vergleicht er Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit Adolf Hitler und gerät dadurch in einen neuen Konflikt mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt aktuell wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. Über das Verfahren, um das es in diesem Film geht, spricht Abu Chaker in den sozialen Netzwerken verhältnismäßig selten. Und wenn doch, stellt er sich wie Bushido als Opfer dar. Glaub mir, würde ich mal richtig. Ich wollte gerade sagen, es stimmt nicht, dass er in den sozialen Medien nicht gesprochen hat. Er war bei mir und Flair damals in 2 Stunden. Diese Folgen haben Millionen gemacht auf YouTube. Und er war bei Sinan, wie man jetzt sieht, das haben die mit reingenommen. Genau. Er hat in Talks mit uns hat er geredet, auf TikTok nur nicht. Und ich muss sagen, diese Sache da, wo die gerade gebracht haben mit der Volksverhetzung, weil er diesen Vergleich gebracht hat, der, natürlich, also wie gesagt, ich weiß nur nicht, was das, also guck mal, was tut das zur Sache? So, das ist kein schöner Vergleich gewesen, ich will damit nichts zu tun haben, ne? Ist klar. Aber ich verstehe nicht, warum man das jetzt so einfach so bringt, außer seine Person wieder runterzufahren, weil, ja, was hat das mit diesem Fall hier zu tun? Wenn man jetzt über. Weißt du, was ich meine? Ist das nicht auch wieder so ein Versuch zu diffamieren? Auspacken, was der Staat macht. Ja, aber. Nein, ich meine das ernst. Das ist kriminell. Aber eine Frage habe ich an dich, Wallah, die mich selber auch selber interessiert. Wie ist das Gefühl, wenn du in ein Gericht sagst. Abu lacht sich tot und schreibt, sogar Sinan ist dabei und du nicht. Erstmal war ich schon dabei, ein Ausschnitt von mir war schon dabei. Zweitens sind wir bei 15 Minuten, hast du das Ding dir schon wahrscheinlich komplett angeguckt. Und drittens, warum lachst du denn dann? Hä, ich dachte, du bist auf meiner Seite. Schreib die an und lach die aus, nicht mich. Die, weißt du das, was mich immer ärgert ist, die werden 100 Videos von mir geguckt haben, als Recherche, ist ja klar, wir sind ja einer der wenigen Kanäle, die das durchgehend machen. Aber erwähnen mich nicht als Quelle. Das nervt mich nur. Ausschnitte machen, nimmt von mir Ausschnitte, aber sag doch. Aber egal. Die geben mir keinen Hack, dass es stimmt. Ich bin jetzt ich bin sauer. Sitzt und 10 Meter von dir entfernt sitzt, eigentlich sozusagen dein Bruder, bester Freund. 5 Meter. 5 Meter und sitzt da und erzählt so eine Sache über dich. Wie ist das gefühlt? Ernsthaft? Wallah. Immer wenn ich in den Gericht gehe und ich sehe, ich kann es einfach nicht glauben. Ich schwöre dir. Jedes Mal wieder? Ich immer wieder. Die da oben halten dich unten. Belasch kennt das Gefühl.
Ja, ich kann mich lauter machen, ja. Wieder aufs Neue, ich denke so, okay, das ist nur ein Traum. Doch, jetzt weißt du, wie Belasch sich fühlt. Ja! Mensch. Dabei, weißt du, was das richtig Peinliche ist? Ich habe mit diesem Paul Schlemmer mich unterhalten schon. Hä? Warum machen die das? Egal. Unzensiert. Bushido wird seine Sicht der Dinge untermauern. Auch öffentlich. Im November 2021, also mitten im Prozess, bringt der Streaming-Anbieter Amazon Prime Video eine Doku-Serie heraus. Bushido will darin unzensiert, wie es im Titel heißt, seine Wahrheit erzählen. Er hat gesagt, er wird meine Mutter, dann wird er mein Vater, dann wird er meine Frau, dann er meine Kinder und ganz am Ende wird er mich. Arabische Großfamilie und Rapper, jetzt geht's los. Ich habe es geschafft, fast ins Video zu kommen. Und trotzdem habe ich geschafft, fast ins Video zu kommen. Und immer stand überall fast im Video gewesen. Serie bedeutet noch mehr Stoff für den Prozess. Auf Antrag der Verteidiger von Arafat Abu-Shaka wird die Serie im Gericht als Beweismittel vorgeführt. Die Medien und die Gerichtswelt scheinen immer weiter zu verschwimmen. Wir wollen den Regisseur der Bushido-Serie treffen, der davor Polizeireporter bei der Bild-Zeitung war und Bushido hinterher recherchierte. Peter Rosberg. Oh, Schmossmerk ist da. Allein dafür gibt's Shoutout. Schmossmerk. Jetzt weiß man aber leider nicht, wie alt das ist, ey. Jetzt müssen wir mal gucken. Don Johnson. Mit Kippe und Kaffee zum Klarkommen auf Leben. Ja, Icy Wienerscher, hast du neueste Busnight-Box-Scam mitbekommen? Ja, klar. Ey, hier nach, das dauert ja noch ein bisschen, gucken wir uns diese ganze Boxen, Albumbox, Failed, T-Shirt, Scamismus auf Lunge. In der Trennungsphase ist Rosberg wohl so nah wie kaum ein anderer Journalist an Bushido dran. Wird zu so etwas wie einem Kumpel, sagt er. Hattest du auch Shit? Nein, das stimmt nicht. Er hat nicht gesagt, es ist sowas wie ein Kumpel. Der hat gesagt, ist mein bester Freund, zumindest Busnight. Ist das an einem Punkt Sachen, die Bushido in dieser Doku erzählt oder darstellt, dass dann im Gerichtssaal rauskommt, dass er da die Unwahrheit sagt? Nein. Nicht, weil ich das komplett ausschließen kann, weil das kann weder ich, kannst du nicht, das kann keiner für irgendjemand anderen. Aber ich kann sagen, dass wir über sehr, sehr viele Monate, in denen wir vorher zusammengearbeitet haben oder uns kennengelernt haben, es gab keine Geschichte. Es gab keine Geschichte, die er erzählt hat, die Anna-Maria erzählt hat, die sich im Nachhinein als nachweislich falsch, als Lüge, als Falschbehauptung dargestellt hat. Boah, yo, Alter. Ey, das ist so geil, ey. Einfach wie beide Seiten fast eins dasselbe sagen, so. Ey, das ist so geil. Ey, vor allem hat er doch jetzt, er hat doch vor Gericht verloren, sozusagen. Beziehungsweise andersrum, Arafat hat das Ding gewonnen. Also wird er doch diesen 18.01.2018 über diesen Tatverlauf, also angeblich da wohl auch ja gelogen haben. Was sagt der Schmossberg denn dazu? Oder wird er sagen, ja, das stimmt ja nicht, aber das Gericht hat das jetzt ja Dings, aber ja, man weiß ja, so Dings. Also, hä? Man kann sich echt die Welt drehen, wie man möchte einfach, ne? Auch den 18. Januar, den Kern des Prozesses, beschreibt Bushido in der Doku-Serie emotional. Das Rechtssystem, da man kann gar nicht mehr glauben. Den 18. Januar erzählt hat. Ich habe in dieser Situation Angst gehabt. Ich hatte Angst um mich und um mein Leben gehabt. Es gibt keine Trennung, es gibt keine Abu-Chakas ohne Bushido und es gibt kein Bushido ohne die Abu-Chakas und bla bla. Und wie bitte? Ich bin dein Eigentum? Ich bin doch meine Firma, ich bin doch Bushido. Was, du willst weg von mir, du Bastard? Wie redest du mit mir? Bam! So. Was soll ich euch sagen, Alter? Keine Ahnung. Ja, aber das ist doch jetzt nie passiert laut Audio. Muss Amazon das Ding nicht runternehmen? Ja, wie er einfach jeden nach einer kurzen Zeit in den Arsch tritt. Timo, das stimmt. Ach, ach, ach.
Im Gerichtssaal möchte der vorsitzende Richter wissen, wie das genau mit der Wasserflasche war. Hatten Sie eine Wunde? Nein, ich hatte kein dickes Auge, aber die Stelle war gerötet. Ob es wehgetan habe, will der Richter wissen. Die Stelle war gerötet. Daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Später habe... Digga, was muss man nach dir werfen, dass die Stelle gerötet ist? Arafat Wessel K., einen langjährigen Weggefährten der beiden, angerufen und aufgefordert zu kommen. Wessel habe sich vor Bushido gestellt und sich mit Arafat angelegt. Als Wessel ihn auffordert zu gehen, sei Bushido geblieben. Richter Morsk will wissen, wieso sind sie denn nicht mitgegangen? Weil die ja sowieso schon dachten, dass ich ihn benutzen wolle, um aus dem Verhältnis mit Arafat rauszukommen. Kann jemand seiner Freiheit beraubt werden, der selbst sagt, er habe gehen können? Über den Januar. Nicht nur das, was Bushido über den 18. Januar aussagt, wirft Fragen auf, sondern auch, wann er mit der Polizei darüber gesprochen hat, nämlich erst ein Jahr später. Warum? Wie gesagt, für mich absolut... Ja, Abu, ich muss sagen... Bisher ist es so, Abu schreibt, ich finde, die ordnen den Rosberg nicht als Bläser ein, nicht gar nicht als Bläser ein. Irgendwie lassen die den Zuschauer so irgendwie das selbst entscheiden, aber das kannst du nicht ohne Vorwissen. Die haben bis jetzt nichts, einfach, die haben vorhin die Leistner sprechen lassen, aber nichts dazu gesagt, ihn sind nicht eingeordnet. Ein normaler Zuschauer, der das sieht, der glaubt das jetzt einfach, was sie sagt, man nimmt das für bare Münze oder was er jetzt sagt. Du musst ja, ich meine, gut, wir sind jetzt noch mittendrin, vielleicht Conclusion am Ende, aber hä? Ich möchte echt nicht mehr von Steuerung F kontaktiert werden. Ey, wenn mich nächstes Mal Polizei anhält, ne? Führerschein, Ausweis, warum? Allgemeine Verkehrskontrolle. Entschuldigung, ich möchte nicht mehr von der Polizei kontaktiert werden. Okay. Okay. Ich mache den Turm von Babylon. 17.000 Mitarbeiter. Ihr habt mich nie gekannt. Ihr werdet mich kennenlernen, denn der Junge, den ihr nicht gekannt habt, den werdet ihr in Zukunft anders kennenlernen. Okay. Nachvollziehbar. Er wollte nicht aussagen. Er wollte es partout nicht. Er wusste, er kennt Arafat. Er wusste, was ihm droht. Es gibt ein Jahr später von ihm die Grundsatzentscheidung. Ich glaube, unter dem Einfluss eben dieser extremen Gefahr, nicht für ihn hauptsächlich, sondern aufgrund der Gefahr für seine Frau und die Kinder, dass in dem Moment ja erstmal klar war, es wird keine friedliche Einigung geben. Laut Rosberg sei Bushido erst zur Polizei gegangen, als Abu Shaka eine rote Linie überschritten habe. Wir reden darüber, dass es... Also Claude, sowas denke ich halt auch immer. Das habe ich auch bei diesem anderen da gesehen. Claude schreibt, die haben dich nicht gefragt, weil du wahrscheinlich abweichst von ihrem Narrativ. So, die haben so ein Narrativ im Kopf, die wollen eine Story erzählen und ich würde, hätten die mich nach dem O-Ton gefragt, wahrscheinlich nicht das sagen, was die hören wollten. Eigentlich hätten die mich in Anführungszeichen als jemand aus der Szene und denjenigen, der das am meisten verfolgt hat, O-Ton-mäßig fragen können. Aber, also, ja, egal. Ist auch egal. Ein bisschen jetzt hier Ego-Gelaber. Es Phasen und Monate gab mit konkreten Hinweisen darauf, dass sowohl der Frau, den Kindern, als auch ihm etwas angetan werden sollte. Und zwar so massiv, dass das Leben dieser Person bedroht ist. Das ist auch nichts Personenschutz, was man sich ja wünschen kann oder was man bestellen kann bei der Polizei, sondern was aufgrund von konkreten Hinweisen passiert. Vor dem Prozess gab... Ja, also guck mal, ne, der Schmossberg, ich finde, dass er sich so... dass er seinen Kopf nicht aus Busneitsch erst kriegt, ist okay, weil er ist sein Homeboy, die machen zusammen Geschäfte, der macht die Doku, er hat da voll die Vorteile von, bla, Ananas. Der hat ihn schon mehrmals als seinen besten Freund bezeichnet, die machen Podcast zusammen, bla. Kannst ja nicht erwarten von ihm, dass er jetzt neutral ist. Finde ich eigentlich okay, ist sein Homeboy. Ich finde es nur völlig bescheuert von der Staatsanwältin. Warum macht die nicht gleich einen Podcast mit ihm? Also eigentlich müsste die einen Podcast machen mit Busneid auf Mackies in Autark. Und dass die Staatsanwältin Petra Leisner, das ist, man weiß, dass sie einfach immer den Personenschutz immer verlängert hat. Und dass die Grundlage dessen schon oft in Frage gestellt wurde. Aber ja, gut. Gab es ja auch immer wieder Medienberichte. Dabei ging es um einen angeblich geplanten Anschlag und eine Entführung von Bushidos Familie.
Das war allerdings noch im Stadium der Ermittlungen. Arafat war damals 2019 auch 2 Wochen in U-Haft, ist dann aber wieder freigelassen worden. Und die Informationen, die zu dieser U-Haft geführt haben, die stammten von Radia Abushaka. Sie ist die Ehefrau und Cousine von Yasir Abushaka. Ich finde es echt schwierig, dass sie den Rosberg gar nicht eingeordnet haben. Die lassen ihn einfach da sprechen und die sagen aber nichts dazu, was für ein Verhältnis die haben. Ich meine, gut, die haben ihn vorgestellt als den Regisseur der Doku, aber das ist ja für die meisten normalen Zuschauer, verstehen die nicht, dass das sein bester Freund ist. Ich meine, laut eigener Aussage. Das ist ja völlig, also das ist Banane. Die machen echt gute Sachen, die haben auch diese Interviews, aber irgendwie finde ich das völlig nicht gut eingeordnet. Bei der Polizei spricht sie plötzlich von Plänen der Abushakas. Sie sagt aus, Arafat sei damals crazy gewesen, habe Bushidos Familie entführen wollen. Außerdem habe er einen Säureanschlag auf Anna Maria geplant. Ähnliches sagen auch ihre beiden Brüder aus. Im Januar 2019 werden sie und ihre Brüder die Aussagen gegen Arafat Abushaka zurückziehen. Im Prozess verliest Richter Mrosk eine schriftliche Stellungnahme von Radia Abushaka. Sie habe sich zwischenzeitlich von ihrem Ehemann Yasir getrennt und sich mit ihm in einem Sorgerechtsstreit befunden. Aus der Verzweiflung heraus habe sie bei der Polizei falsche Dinge gesagt, um ihrem Ehemann zu schaden. Warum dachte sie sich ausgerechnet eine Geschichte über die Verschischis aus, wenn es ihr angeblich um das Sorgerecht für ihre eigenen Kinder ging? Ist das plausibel? Wir haben Radia Abushaka Fragen gestellt. Ihr Anwalt erklärt, dass sie sich derzeit nicht äußern werde. Ach so. Auch die Verteidiger von Arafat Abushaka sprechen wir auf das Statement von Arafats Schwägerin Radia an. Für die Leute, die nicht erkennen, das ist Hans-Georg Birkhoff, Arafats Hauptanwalt. So. Hat sie da gelogen? Ja. Warum? Weil es im Kern um das Sorgerecht um ihre Kinder ging. Sie hat eine Behauptung aufgestellt, dass eine bestimmte Gefahr ausgeht. Und um in dem Sorgerechtsstreit einen Vorteil zu haben. Sie glauben wirklich, dass die Ehefrau von Yasir Abushaka so eine eklatante Lüge sich ausgedacht hat, um ihre Kinder bei sich zu halten? Ich glaube durchaus, dass man viel macht, wenn man um seine Kinder kämpft. Also das halte ich auch für relativ glaubwürdig. Ich glaube natürlich auch, dass es innerhalb der Familie natürlich auch nochmal ein ganz anderer Druck herrscht, dass man auch mal so eine Aussage zurückzieht. Ist, glaube ich, in jeder Familie so, dass man so natürlich so dieses Familie mischt sich ein. Hey, was machst du da? Der ist ja unser Cousin, der ist Familie, was machst du? Blablabla. Kriegen wir nicht den Streit so vom Tisch. Ne? Aber gut. Wir schauen mal weiter. Oh, da kommt meine Liebling Petra. Mimi schreibt, Yasir darf letztendlich die Kinder ja auch nicht mehr sehen. Allein, dass ihre Brüder sie da auch unterstützt haben, spricht dafür, dass sie gelogen hat. Ja. Wir schauen weiter. Oberstaatsanwältin Leister überzeugt diese Erklärung nicht. Das ist klar. Also sie denkt natürlich Druck, Angst, sie ziehen die Aussage zurück. Was letztlich auch sein könnte, muss man halt auch beides in Betracht ziehen. Denn Radia Abushaka hatte sich mit ihrer Warnung zunächst an Anna Maria Verschischi gewandt. Ich glaube, das wäre eine sehr merkwürdige Methode, wenn man sich dafür weder ans Arbeitsgericht oder Familiengericht wendet, noch an die Polizei, sondern wenn man nur seiner mehr oder minder Freundin schreibt über WhatsApp, oh, nimm dich in Acht, ich glaube, deine Familie ist in Gefahr. Das wäre jetzt irgendwie eine doofe Methode, um seine Kinder wieder zu kriegen. Also ich persönlich fände die jetzt nicht so überzeugend. Ich halte sie wirklich, das ist die schlechteste Staatsanwältin auf dem Planeten, muss man sagen. Also ich glaube, es ist beides, kann man nicht vom, also beides ist möglich, dass sie aus Angst zurückgezogen hat, ist möglich. Familiendruck oder aber, dass sie einfach wirklich gelogen hat, um auf jeden Fall ihre Kinder zu bekommen, was eine schlimme Story erzählt hat, die zu Arafat passen würde, mäßig und so. Bei alles geht. So. Sie lässt aber gar keine Möglichkeit. Sie guckt sich nicht alle Möglichkeiten an. Das ist eigentlich, sie ist falsch für den Job, meiner Meinung nach. Man muss sagen, bei Bushido findet sie immer alles überzeugend. Bei der anderen Seite findet sie immer das Gegenteil. Das ist mein Problem mit ihr. Ansonsten muss man sagen,
dass diese Dame sich der Anna Maria sozusagen öffnet, ist eigentlich auch sehr glaubwürdig. Man öffnet sich doch erst eine Freundin, die vielleicht hilft, die vielleicht auch Power hat. Und Anna Maria kommt ja auch rüber wie jemand, der auch Power hat, auch der ausspricht, der auch beim Bushido sagt, komm mal zu hier, bla. Vielleicht hat sie den Weg gesucht, bevor sie zur Polizei geht. Also zumindest möglich ist es. Also sie ist die sasseste, sie ist wie so eine Sass-Instrument. Das ist sie. Die Leisner ist das hier. Sass. Ein bisschen konstruiert, sagen Sie? Finde ich. Aber das war gar nicht... Also sie sagt, sie findet das konstruiert. So. Ich sage, möglich ist es, ja. Ich sage aber auch, dass das, was Bushido erzählt hat, auch zumindest konstruiert sein könnte. Hat sie aber in gar keinem, in nicht einem Atemzug, hat sie das mal in Frage gestellt. Ich glaube aber nicht, dass sie... Ich glaube schon, dass sie hat, wahrscheinlich ist sie sehr voreingenommen, wenn wir es nett sein wollen. Sie ist super voreingenommen. Ich glaube, ihr großes Ziel ist es, eine Großfamilie reinzukriegen, egal wie. Gegenstand des Verfahrens und der öffentlichen Erörterung und durfte auch in keinster Weise verwertet werden, auch nicht, was im Einzelnen gesagt wurde. Damit war das Thema für den Prozess dann auch erstmal vom Tisch. Trotzdem ging es immer wieder auch um eine mögliche Bedrohungslage für Bushido und seine Frau Anna Maria Verschishi, unter anderem auch in der Zeugenaussage von Sari H. Der soll den beiden während der Trennungsphase sehr nahe gestanden haben. Und Sari H. betreibt auch einen Handyladen in Berlin. Da sind wir schon 2019 für unseren ersten Film gewesen und trafen auch auf Sari H. Er hat dann auch relativ schnell uns zu verstehen gegeben, dass er sich zu der Thematik nicht äußern möchte, dass er sich nicht einmischen möchte und dass er allen Parteien alles Gute wünscht. Also der will einfach damit nichts zu tun haben. Ehrlicherweise wäre ich eher, würde ich auch nichts sagen. Vor dem Richter kann Sari H. seine Aussage nicht verweigern. Er spricht am selben Tag wie Bushidos Ehefrau Anna Maria. Die Zeugin erzählt, wie sie mit Sari H. auf dem Balkon des Hauses Verschishi geraucht habe. Er war weiß und sehr aufgeregt. Krankenhaus sei noch das Beste, was uns passieren würde. Bei Sari H. klingt die Szene auf dem Balkon anders. Er habe hauptsächlich mit Bushido gesprochen. Und es sei darum gegangen, dass er, also Sari H., gewarnt worden sei, sich nicht einzumischen. Ich solle mich fernhalten, sonst könnte eventuell etwas passieren. Von einem drohenden Krankenhausaufenthalt für die Verschishis will Sari H. nichts wissen. Die hätten ihn falsch verstanden. Wird natürlich auch sehr gerne mit Sari H. und mit Anna Maria Verschishi gesprochen. Beide haben auf unsere Anfragen aber nicht reagiert. Für unseren Film haben wir allein 13 von den Zeugen kontaktiert. Und fast alle haben sich entweder gar nicht zurückgemeldet oder uns abgesagt. Und wir waren nicht die Einzigen, die Probleme hatten, mit Zeugen ins Gespräch zu kommen. Also die Willigkeit und die Begeisterung darüber, hier auszusagen in dem Prozess, ging ja gegen null. Es ist halt nur schade, dass dann das... Für mich ja, für das Gericht dann offenbar nicht ein Grund war zu sagen, das wird schon Grund haben, dass plötzlich alle das Große vergessen haben. Was? Ja, da hat sie natürlich recht, das haben alle gedacht oder das denken alle, nur dass alle Journalisten auch, mit allen, die ich geredet habe, ich habe mit Staatsanwälten gesprochen, ich habe mit vielen Journalisten gesprochen, die vor Ort waren, ich habe mit Journalisten gesprochen, die darüber geschrieben haben, man, alle sehen auch andere Möglichkeiten, warum Leute keinen Bock haben, bei der Sache noch auszusagen. Sie sieht nur eine. Sie sieht nur eine. Die haben Angst, entweder Arafat hat die bedroht, angerufen, oder die haben Angst. So. Ich sehe diese Möglichkeit auch, ist ja logisch. Aber es gibt wohl auch eine hauptsächlich andere und auch mehrere andere Möglichkeiten, die sie einfach nicht in Betracht zieht. Was ist denn mit, Leute haben keinen Bock, Aussagen zu machen, weil sie sich auch selber belasten würden, weil sie bei viel Scheiß auch selbst mitgemacht haben, zum Beispiel, wenn es darum geht, Steuerhinterziehung und so weiter. Arafat hat doch nicht umsonst gesagt, dass er jetzt auf Twitch live geht und unter anderem 5, 6 Leute, die auch da Zeugenaussage machen sollten, auch auseinandernehmen will in seinem Livestream. So, zum Beispiel. Was denn, dass Leute keinen Bock haben, Aussage zu machen, dass rauskommt, dass sie vorher gelogen hätten? Wie es zum Beispiel, bei K1 war es zum Beispiel so. Er hatte bei einer uralten Aussage mal eine Story erzählt,
die nicht mal zu einer Anzeige geführt hat, weil das voll die Story war. Und der wusste Arafat nicht mal was. Jetzt hat er es erfahren. Vielleicht hatte Kay keinen Bock, dass er es erfährt. Vielleicht war es ihm peinlich, dass er damals gesagt hat, ungefähr sowas wie, wir waren im Keller, der Arafat hat mich 10 Minuten lang mit einem Baseballschläger geschlagen. Wahrscheinlich waren die Bullen damals besonnen genug zu denken, 10 Minuten lang mit einem Baseballschläger, Bro. Okay, keine Anzeige, weil scheint nicht glaubwürdig zu sein. Beispiel. Wie gesagt, sind viele Sachen, muss man in Betracht ziehen. Und ich hatte immer gedacht, dass eine Staatsanwältin auch alle Faktoren in Betracht zieht. Zumindest auch mit einem Team redet und bla. Aber sie sitzt da nur, für sie ist einfach nur ganz klar. Ich muss hier, bei Wikipedia muss stehen, Clan-Chef Abu Chaka reingebracht, damals Falcone. Digga, die einfach nur wie so ein alter Bürgermeister noch irgendwie ihren Namen eingefräst sehen irgendwo. Probleme hatten, mit Zeugen ins Gespräch zu kommen. Also die Willigkeit und die Begeisterung darüber, hier auszusagen in dem Prozess, ging ja gegen null. Es ist halt nur schade, dass dann das für mich, ja, für das Gericht dann offenbar nicht ein Grund war zu sagen, das wird schon Grund haben, dass plötzlich alle das Große vergessen haben. Was ist? Man muss übrigens auch sagen, dass das Gericht ein paar, das stimmt nicht ganz, was Sie sagen, ein paar Leute haben auf Große vergessen gemacht, das stimmt. Auch teilweise Paragraph 55, was ja noch Selbstbelastung. Aber ein paar Leute haben, nachdem das Gericht, und das erzählt sie hier einfach nicht, denen angedroht hat, hör mal zu, ich gebe dir Beugehaft, dann haben die geredet. Was redet die? War die nicht da? Also ich muss sagen, sie ist komplett fehl am Platz für diesen Job. Was ist der Grund? Die haben Angst. Vor wem? Vor was? Vor Folgen, die sie erfahren könnten, wenn sie Familienmitglieder der Familie Abu Chaka belasten. Ich will auch gar nicht sagen, ob das eine berechtigte oder unberechtigte Angst ist, aber für mich ist klar, dass wenn fast alle Zeugen vergessen, was sie jemals Belastendes gesagt haben oder das Gegenteil behaupten, das nur diesen Grund haben kann. Warum? Also wie gesagt, die Möglichkeit besteht natürlich. Natürlich ist das irgendwo, man hat Angst, vorauseilende Gehorsam, man will Gefallsucht, Angst, das ist alles, glaube ich schon. Aber wir haben doch alle Zeugenaussagen hier gelesen. Bei einigen könnte man das bestimmt glauben, aber viele, viele eben nicht. Und man muss sagen, zum Beispiel, was hat die gesagt? Rauskommt. Ich weiß nicht, Alter. Zum Beispiel, nimm K1. K1, wenn er so viel Angst gehabt hätte. Er ist doch abgehauen vor denen. Der hat doch Krieg gehabt. Hat er auch keine Angst gehabt. Beziehungsweise, vielleicht hat er auch Angst gehabt, aber er hat auf jeden Fall nicht den Anschein gemacht. Der hat easy sein Ding gemacht. Der hat sich mit denen über Entfernung gestritten. Ist einfach weggegangen. Bis heute noch ist Arafat sauer auf den. Jetzt mit Beschattung. Arafat wird jahrelang, ich weiß nicht, ob die jetzt schon aufgehört haben, aber jahrelang wurde er beschattet. Oder beobachtet, abgehört, wie dann Abgehörprotokolle sind da aufgetaucht, man weiß es ja. Dann hat der Polizeischutz, Digga, der ist so im Auge, als ob der Arafat jetzt hingehen würde, jetzt, oder sein Bruder, die sind mit 4 Brüdern vor Gericht. Meinst du, jetzt kommt einer vor Gericht und sagt nicht aus, weil er Angst hat, dass der den nächste Woche dann irgendwo trifft? Also ja, vielleicht aber auch andere Gründe, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Für mich ist es einfach zu einseitig. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vielleicht auch hier so ein bisschen einseitig anhöre, weil ich mal die ganze Zeit dagegen halten muss, weil das so einseitig ist. Wenn die Leisner oder wenn die etwas neutraler wäre oder neutraler wäre, dann müsste ich nicht immer die ganze Zeit die Gegenseite beleuchten. Mal ganz ehrlich, das Gericht ist jetzt gerade vorbei. Freispruch Arafat. Die sitzt da noch und sagt so, Mann, Alter, nicht mal jetzt zieht sie irgendwas anderes in Betracht. Nur in Betracht. Muss sie ja nicht mal glauben. Ich wollte gerade sagen, Kaufvertrag schreibt im Chat Funny, dass die Leisner alle Zeugen kritisch hinterfragt, aber den Hauptzeugen nicht. Es ist echt funny. Sus ist das, sus.
Zeugen nur das Nötigste ausgesagt haben, wissen wir nicht. Fest steht, mit Zeugen wie Sari H. kommt das Gericht der Wahrheit nicht näher. Doch dann, nach knapp anderthalb Jahren, steht Deutschrap Kopf. Absolut extrem mega wilde Wendung im Bushido-Arafat-Prozess. Sind die Vorwürfe von Bushido gegen Arafat komplett gelogen? Der Stern berichtet erstmals im Februar 2022 von einer Audiodatei, die laut des Magazins Bushidos Version des 18. Januar widerlegen könnte. Sie beginnt um 17.35 Uhr, ungefähr wie Fashishi es ausgesagt hat. Doch sie endet nicht nach viereinhalb, sondern nach knapp zwei Stunden, um 19.33 Uhr. Auf der Audiodatei beginnt das Treffen völlig anders, als Anis Fashishi es immer wieder zum Besten gegeben hat. Man muss sogar ganz deutlich sagen, es ist sogar konträr, also nicht nur völlig anders, es ist genau das Gegenteil. Mag man der Audio glauben, sagt der zum Beispiel eben nicht, ich amse deine Mutter, ich amse deinen Vater, dann amse ich dich, sondern er sagt genau das Gegenteil, er sagt, sowas habe ich nicht ganz im Ohr, aber sowas wie deine Mutter ist meine Mutter, so, du weißt, unsere Eltern kennen sich, ich liebe deine Eltern, wie sind wir meine Eltern, sowas. Ich habe es nicht mehr eins zu eins im Kopf, aber es ist also sehr schon, muss man sagen, sehr perfide, sich das auszudenken. Auch wir sind bei unserer Recherche in den Besitz der Audiodatei gekommen. Wie genau, können wir nicht sagen. Die sind in der Recherche auf die Audio gekommen. Wie genau dürfen sie nicht sagen? Oder können, wollen sie nicht Quellenschutz, Abus Eisen? Die Audio gehört nicht zu den 13 heimlichen Mitschnitten, für die Arafat Abushaka am Ende verurteilt wird. Wir sind keine Audioforensiker. Belasch, nach deiner Person wurde gefragt, Haren. Wir können daher nicht bewerten, inwiefern die Datei echt ist oder nicht. So. Aber wir wollen uns einen Eindruck verschaffen. Darf ich einmal auf diesen Knopf drücken und sowas sagen, was ich mir vorstelle, was man in so Studios sagt? Frank, fahr ab. Wie lange geht die Aufnahme genau? 1:58. Wir wollten uns ja heute treffen. Wegen der ganzen Abrichtung. Mhm. Aber ich will vorher gerne mit dir was anderes besprechen wollen. Mhm. Wir kamen viel, viel zu Ohren und mein Bruder hat mir heute vieles auch erzählt. Mhm. Ganz kurz nur zur Info, ich habe die Audio noch nie selbstständig alleine, die ist nicht geleakt immer noch. Ich habe sie ein einziges Mal gehört, vor Gericht wurde sie nämlich komplett abgespielt. Aber jetzt ist gerade ganz gute Qualität, ich höre jetzt mal zum ersten Mal richtig, weil ich muss sagen, vor Gericht war es sehr hallig auch, dieser Raum auch hallig, unfassbar schlecht, einfach Boxen, also bla. Also ich muss sagen, ich höre es jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal richtig. Frage mich auch, warum es immer noch nicht geleakt ist, aber das ist doch immer am Leakerei. Aber gut. Wir kamen viel, viel zu Ohren und mein Bruder hat mir heute vieles auch erzählt. Mhm. Du spielst ein Spiel, das hier falsch ist. Ich? Ja. Okay, was spiele ich denn? Abushaka zählt einige Punkte auf, bei denen sich Bushido angeblich falsch verhalten habe. Du hast jegliche Vereinbarung, die ich mit dir getroffen habe, geredet, unter Zeugen, hast du gebrochen. Ich habe gar nichts gebrochen. Des Friedens willen, habe ich gesagt, mach den Schach kaputt. Ich kenne ihn 20 Jahre. Das ist Unglück. Egal, ich will nicht. Schach heißt Unglück. Schach heißt. Lass mich nicht ausrasten. Mhm. Aufgeschissen, scheiß auf den. Mäßig, lass die Fitner sein. Ich kenne dich, ich habe deinen Vater beerdigt, deine Mutter beerdigt, ich kenne deine Kinder. Das meinte ich übrigens vorhin. Ich habe es nicht ganz so gut wiedergebracht. Deshalb, wie gesagt, das wurde ja auch zitiert immer wieder. Ich habe deinen Vater beerdigt, deine Mutter beerdigt, dies, das, ne? So. Paulala, ich frage dich jetzt, ja, Bushido, wenn du für alles keine Zeit und keinen Kopf hast. Lässt die Jungs links liegen. Ich habe dir nie gesagt, Bushido, wo ist das Geld? Das wenn ich überweise. Ich habe dir niemals gesagt, ja, dass du nicht korrekt bist. Oder dass du irgendwie so, verstehst du? Was reicht mit dem, was du sagst? Ich komme dazu, wenn ich kein Recht habe. 100%. Nur glauben wir mich ja nicht. Ja, 100%. Warte, ich komme noch dazu. Ja. Arafat wirft Bushido vor, dieser habe sich komplett zurückgezogen.
Bushido reagiert. Ja, gestern ruft mich Feister an und sagt so, was habe ich gehört? Ich sag so, was denn? Die Leute sagen, er war doch bei dir, der musste dich nicht anrufen. Er hat mich angerufen. Und er war bei dir. Er hat mich gestern angerufen. Und vorgestern war er auch bei dir. Ja, er ruft mich an zum Sport. Ja, wir gehen zusammen zum Sport. Ja, das ist der Punkt, warum Arafat so sauer gewesen sein sollte, dass Bushido jetzt neuerdings mit Vasing und Ashraf Ramo unterwegs ist, also neun Leuten, die ihm angeblich Rücken geben. Verstehst du das? Ja. Was sagt er auf Arabisch? Ja, lass ihn doch mal aussprechen. Weißt du, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist zwischen dir und mir? Ja. Ich komme hier und lege alles auf den Tisch, was in meinem Herz und meinem Kopf ist. Mhm. Aulala. Mhm. Der geht dich nicht. Ich ruf dich nicht an, ich brauche dir keine Falle, ich gehe nicht zu Leuten. Ja? Das ist der Unterschied. Mhm. Okay? Ich rede mit dir offen. Mhm. Und wenn du. Und ich sage dir ganz ehrlich, Bushido, ja? Das werde ich auch besser sagen. Du kannst mir alles sagen, was du willst. Nein. Ich habe dich wie ein Bruder gesehen und Freund. Du aber mich nicht. Basil K. Ja, also jetzt hört ihr das mal eh. Ich meine, vor Gericht haben wir es schon ein paar Mal gehabt. Wir haben es die ganzen Jahre gehabt. Es ist halt komplett anders, als der da erzählt hat, wie es der 18. war. Er sagt natürlich, die Aufnahmen sind gefaked. Ja, guck mal, Slingshot schreibt, Arafat redet aber auch sehr auffällig, so wie jemand, der reden würde, der ein Gespräch aufnimmt. Also ich glaube schon, dass man das am Anfang, wenn man aufnimmt, so macht, aber irgendwann auch, also irgendwann wird man auch immer normaler und bla. Aber auch das wäre für mich noch mehr ein Beweis dafür, dass er ihn eben nicht schlägt und beleidigt, weil er ja auch selber weiß, dass er es gerade aufnimmt, oder? Das wäre eher, finde ich, tendenziell ein Beweis dafür. Und Arafat sollen sich bereits seit der Kindheit kennen. Arafat scheint wütend darüber zu sein, dass Bushido nun vermehrt mit Faisal abhänge, seitdem der aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ja, es ist ein sogenanntes Rückendrama. Von wo kennst du Faisal? Über euch. Wir sind groß geworden, schon? Ja. Die Brüder. Ja. Und wo kennst du euch schon? Über dich. Jetzt stell dir vor, versetz dich in meine Lage. Du kennst niemanden, bei dem ich 24 Stunden war, alles gemacht, alles getan. Aus dem Knast kommt einer, alles ändert sich. Boom, alles ändert sich. Das ist in meiner Lage. Ja, also verständlich bis hierhin so. Und auch auf jeden Fall kein 3 Jahre Gericht wert. Noch nicht. Machst jeden tot, machst alles kaputt. Ja? Bushido erklärt sich. Egal, was du gehört hast oder bla 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 bla. Für mich ist es nur wichtig, dass egal was und wann wir was klären, dass wir das im Guten klären. Das haben wir beide auch das letzte Mal im Café gesagt. Ich habe dir gesagt, Nasser, bitte. Ja, genau. Ich bin auch froh, du hast mich angerufen, wo du nach Katar geflogen bist. Warum? Warte, du hast mich, können wir uns kurz treffen? Ich weiß es natürlich. Du sagst es mir auch, bitte lass uns in Zukunft nie wieder so miteinander reden. Warum? Das will ich miteinander so reden. Herr, warum? Wir kennen uns nicht. Ja, genau, ja. Aber diese Sachen haben nichts mit irgendwelchen Leuten oder mit irgendwelchen Personen zu tun. Mit irgendwelchen Geschäften nicht. Wanda, was heißt mit irgendwelchen Geschäften? Ich habe mit niemandem was gemacht. Yasser, ich habe mit niemandem was angeschaut. Für Geschäfte. Okay. Warum hast du mich aussortiert und sortierst mich? Genau so sage ich dir das. Boah, das ist eigentlich das ist so herzzerreißend eigentlich. Er sagt nicht, ich stech dich ab. Er sagt, warum hast du mich aussortiert? Bruder, ist eigentlich voll die herzzerreißende Ex-Situation. Oder? Wie seht ihr das? Das ist eigentlich weinender Smiley hinter, warum hast du mich aussortiert, mein Herz? Weinender Smiley. Die haben aus denen einen Vampir gemacht mit Messer. Also Busneid. Bin ich nicht mehr gut genug? Ich habe alles gemacht für dich. Ja, ich meine, natürlich tut das auch weh, wenn man 15 Jahre für jemanden so da war. Klar. Nur, es ist halt interessant, was er hier sagt und was Busneitsch aus ihm gemacht hat vor Gericht. Und was unsere aller Tante, die Leistner, da hat sie sich die Aufnahme nicht angehört oder glaubt ihr einfach, dass es gefaked? Also das, hä? Wie kann die echt nicht ein Millimeter nicht mal darüber nachdenken, vielleicht bin ich jemanden auf den Leim gegangen? Ich will wissen, warum. Aber das hat nichts mit Aussortieren zu tun. Bushido führt aus, wie belastend die vergangenen Jahre gewesen seien. All der Stress, den Arafat und er gemeinsam gehabt hätten. All diese Sachen haben dazu geführt, dass ich einfach zu dir gekommen bin im September und dir gesagt habe, Arafat, ganz ehrlich,
lass uns diese Sachen beenden. Ich und vielleicht auch du, ich habe keinen Nerv mehr für den Stress, für diese ganze negative Kacke. Abseits vom Geschäft. Diese Sache ist keine gute Sache. Lass uns aus dieser Sache raus. Diese Sache ist keine gute Sache. Na, ich meine, das kann ich ihm auch glauben. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr auf den. Ist ja auch völlig okay. Hass hat keinen Bock mehr, was weiß ich. Ja, das kann das, glaube ich, schon. Also nicht ich glaube das, sondern ich kann ihm das glauben. Aber, Bruder, also ich glaube, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist, glaube ich, ein Film. Abseits vom Geschäft. Okay, warte. Und noch einmal, und du kannst mir glauben, was du willst. Weil du hast deine Meinung, ich kenne dich auch. Verstehst du, was ich meine? Also, du kannst mir glauben, was du willst. Ich versuche nicht, irgendwo meinen Vorteil rauszuholen. Ich habe nichts mit irgendwelchen Leuten abgemacht, Versprechungen gemacht oder so. Und ich will auch niemanden austauschen. Ich möchte eine Sache, die wir beide jahrelang gemacht haben, zu einem Ende bringen, zu einem guten Ende bringen. So wie wir das immer besprochen haben, ohne dass es eskaliert und da. Verstehst du, was ich meine? Arafat bittet Bushido, Faisal K. anzurufen. Assalamu alaikum. Arafat will mit dir reden. Ich gebe ihn dir kurz rüber, ja? Ja. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wer? Auch interessant, dass der Arafat den nicht selber anruft, ob der vielleicht seine Nummer gelöscht hat oder geblockt haben, weil die sauer aufeinander sind. Die sind halt Kindheitsfreunde, darf man nicht vergessen. Die kennen sich wirklich sehr lange. Und wie ich es aus den Medien weiß, der Waisel sogar mit dem Bruder von einem der Brüder da auch ganz lang gesessen. Die haben auch eine Bindung, ne? So, ist. Also bisher war es ein Schlussmacht-Talk und lass mich deinen neuen anrufen, so Filme. Ha? Fick dich, Jörg, im Büro an der Bushido, oder? Faisal K. kommt schließlich ins Büro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich möchte nicht, dass jemand sich in mein Geschäft einmischt. Doch, Mann. Stimmt's? Ja. Wie du nicht möchtest, dass du jemand dein Geschäft anmischt. Stimmt's? Stimmt. Deswegen, bei allen Anstand und Respekt, wärst du, wärst du ein Bruder, ja. Du kennst diese Problematik. Ja. Hättest du uns an einen Tisch gebracht. Ach so. Ich hab dich nicht richtig verstanden. Also, aber dein Film, wir haben auch mal Bad. Was meinst du damit jetzt gerade? Ich hab dich nicht richtig verstanden. Dreh und so? Was meinst du damit jetzt gerade? Ich hab dich nicht richtig verstanden. Bolla. Schaklati. Mein Geschäft möchte ich nicht. Das ist verrückt oder so? Denkst du, ich möchte nicht bei deinem Geschäft sein oder so? Also der Waisel ist klar, der fühlt sich hier gedisst als irgendwie jemand, der jemanden hintergeht. Das will er natürlich nicht hören. Der Abu, der telefoniert nicht. Abu denkt, hat den Waisel angerufen und ihm gesagt, kannst du bitte herkommen? Dann ist er gekommen direkt. Und jetzt sagt er, hör mal zu, ich möchte nicht, dass du dich in meinem Geschäft einmischst. Der Arafat sagt ihm. Der Waisel sagt zu dem immer, bist du doof? Was für Geschäft einmischen, Alter? Was ist das? Das ist ein krasser Vorwurf. Da heißt er, er wäre ein Lügner. Mäßig hintergeht er ihm. Das findet er harter Vorwurf. So, ich hier als jemand, der eine Kutte hat wie ich, C&A-Kutte. Arafat und Faisal K. entsteht eine Auseinandersetzung. Habibi, wer hat dich in dein Geschäft eingemischt? Das ist mit Einmischung! Nein, niemals in mein Leben! Habibi, und es kann keiner mir sagen, wo ich hingehe und was ich mache. Ganz einfach. Er sagt, schon mal einmischen. Na kann er, Bruder, komm, mach dich mal ein, mach dich mal ein. Kannst du übersetzen? Was denkst du von mir? Ja, es ist natürlich, es geht halt die ganze Zeit darum, ey, was wirfst du mir vor? Meinst du, ich würde dich hier, denkst du, also das ist du machst Filme auf mich, nein, ich mach kein DVD, doch, das ist eine ganze Blu-ray, was du auf mich machst. Nein, du machst Stick mit 32 GB auf mich. Das ist Glasfaser, was du machst. Ja, du laberst Scheiße, das ist Koaxial. Kabel, so Sachen halt. Und wieder hat Bushido im selben Raum zwei Leute, die sich seit Kindheit kennen, aufeinander gehetzt. Jetzt sitzt er da, Sneak. Ich bin kein kleiner Junge. Was hab ich damit zu tun?
Also er sagt im Prinzip, ich kann abhängen, mit wem ich will, aber ich habe mich sowieso nie in deine Geschäfte eingemischt. Ja, eine Kamera! Du hast eine Kamera! Du hast schon mal nachgetanzt! Jetzt sind wir die Familie Halle! Ab der Mitte sind wir die Familie Halle! Ab der Mitte sind wir die Familie Halle! Ab der Mitte sind wir die Familie Halle! Was hat der andere mit dir? Nennt ihn doch schon mal ein Tee! Der Streit scheint langsam abzuflauen. Das Aufnahmegerät verlässt, so klingt es, den Raum. Menschen telefonieren. Es scheint um andere Themen zu gehen, wie ein Farid-Bang-Konzert am Abend. Hast du gerade verstanden, worum es geht? Es schweift so ein bisschen ab. Ist es draußen? Ist das wo? Wo ist es jetzt? Einer geht, Arafat telefoniert wegen Konzert. Etwa 20 Minuten vor Ende der Audiodatei meldet Bushido sich noch einmal zu Wort. Aber du musst... Ich möchte die Sachen gut mit dir klären. Egal, was wir klären. Und damit meine ich nicht von dir, dass wir ab heute Abend nichts mehr miteinander tun. Ich will nicht, dass du mich falsch verstehst. Auch sehr wichtig, er sagt, ich will nicht, dass wir ab heute nicht mehr miteinander reden, sondern er will wahrscheinlich aber das Geschäft mit ihm beenden, das Geschäftliche. Warum auch immer, das ist ja auch sein gutes Recht, nur ist es natürlich auch wieder konträr zu, ich war mit ihm zwangsverheiratet, weil dann will man noch mit jemandem überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und wenn man Angst hat und so weiter, dann will man noch mit jemandem überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Also es ist schon ein, ich würde sagen, er macht halt so eine Dings, so eine alte, das ist, das hat was MP3-Player-mäßiges, so, weißt du? Guck mal. Ali, du kannst mir vieles vorwerfen, hast du recht. Kein Problem. Im Endeffekt, das habe ich dir auch gerade gesagt, hast du. Das Einzige, worauf man sozusagen, was man auch, worauf man hoffen darf, ist, dass man sagt, okay, weißt du was? Okay, wir gucken, ob, wie es wird und nicht wie es war. Verstehst du, was ich meine? Inshallah. Bushido scheint darüber nachzudenken. Inshallah sind die letzten Worte von Arafat, ja. Wie es mit ihm, Arafat und dem Villengrundstück in Kleinmachnow weitergehen könnte. Ich hoffe auch, dass wir das irgendwie auch mit unserer Nachbarschaft hinbekommen. Du hast gesagt, es ist für dich nicht vorstellbar oder es ist schwer. Ja, aber es sind, viele Sachen sind schwer, aber nicht so möglich. Verstehst du? Ich hoffe, dass wir das in Zukunft so geregelt bekommen. Okay? Oh mein Gott, ey, diese Audio ist so krass. Also... Ey, es ist wirklich krass, Alter. Und dann gibt es kurz vor Ende noch eine Stelle, von der ein Forensiker später sagen wird, es gäbe hier eine Auffälligkeit. Sie klingt so. Aber dazu später mehr. Also man muss sagen, der Forensiker... sag Auffälligkeit. Das hört sich an wie ein normales Handy, was aufgenommen hat, was in der Tasche war. Ich glaube, jeder Mensch würde das sagen, aber gut. Ansonsten muss man sagen, einer schreibt, das Geschrei ist schlimmer als Erik die Flasche. Ja, aber er schreit, Wesel und Arafat schreien sich an. Und die schreien auch eigentlich nicht so, ich stech dich ab, sondern es ist ja mehr so, ey, du belügst mich, nein, ey, ich würde das niemals machen, wieso denkst du sowas von mir? Aber nicht, Bushido wird nicht angeschrien. Offensichtlich auch, dass Bushido auch nach der Trennung gerne im Haus bleiben will. So, das klingt nicht nach das klingt nicht nach dem Mephisto. Na gut, später mehr. Aus der Sicht von Arafat Abushakas Verteidigern widerlegt der Audiomitschnitt Bushidos Version vom 18. Januar. Was ist ihnen zufolge bei dem Treffen im Büro des Labels passiert? Haben die da eine Drohkulisse aufgebaut? Durchaus nicht. Es gab zunächst sachliche Gespräche, es gab auch laute Gespräche, aber eins gab es nicht, eine Freiheitsberaubung und es gab auch keine Tätlichkeit. Ich glaube auch, also ich persönlich habe auch immer geglaubt, dass es keine Tätlichkeit und so weiter gab, weil ich gehe davon aus, dass Arafat von vornherein gedacht hat, wenn ich das mache, dann verliere ich, der geht direkt zu den Bullen. Und alleine deswegen, und weil er teilweise die Sachen ja auch aufgenommen hat, er würde sich ja selbst bei einer Straftat aufnehmen. Und dann, ich glaube, dass, also, auch wenn du glaubst, Arafat ist so einer, hierbei hat er es nicht gemacht. Alleine schon aus Kalkül würde ich das denken. Mal abgesehen davon, wie wir gerade gehört haben, dass es voll der Ex-Freundin ein Talk war. Das Gericht lädt Bushido erneut als Zeugen und befragt ihn zur Audiodatei.
Er sagt aus, auf der Aufnahme würden entscheidende Stellen fehlen. Einige Sequenzen stammten außerdem von anderen Treffen, könnten zusammengeschnitten worden sein. Wir haben Bushidos Anwalt Steffen Zschoppe mehrmals für ein Interview angefragt. Mit Steuerung F wolle sein Mandant Bushido nicht sprechen. Ich finde es interessant, dass der Zschoppe auch nicht mit Steuerung F redet, aber bei dem Leber war. Ihr wisst, dieser Journalist Sebastian Leber, der auch immer gegen mich unterschwellig schießt, wie so ein Snitch. Der ist auch ein Snitch-Bläser. Also ein luftdichter Bläser. Es ist interessant, ja. Der ganze Fall ist nur, man geht nur zu denen. Guck mal, einfach Jobmaster redet nicht mit Steuerung. Warum? Er könne es daher auch nicht. Spiegel TV gegenüber zweifelt er die Audiodatei an, gibt sich empört. Natürlich denkt man im ersten Moment, Mann. Hier mit Spiegel redet der interessant. Oh Mist, eine Datei, nun ist das so. Dann habe ich sie mir aber selber angehört und ich und hab nach 2 Sekunden gesagt, die ist fake, oder? Dann nach 30 Sekunden habe ich sie ausgemacht, hab den Mandanten angerufen und ich sagte, Herr Verschischi, das ist völliger Blödsinn. Das ist der ey, Bruder, das ist die größte Scheiße, die ich je in meinem Leben gehört habe, mein Gott. Ey, dieser Anwalt, ne? Ey, Zschoppe, Brudi, guck mal. Diese ganzen Leisners in deinem Hintergrund. Wie heißen diese Dinger nochmal? Leisner. Diese, tu die weg, Bruder, es gibt USB-Sticks. Er sagt, ich habe nach 30 Sekunden, eine 2-Stunden-Aufnahme, hat er nach 30 Sekunden ausgemacht, seinen Mandant angerufen, dann haben die den DAX geschortet. Junge, du bist wirklich, ja. Entweder lügt er hier richtig geil für seinen Mandanten, fährt einen Film für seinen Mandanten, aber ich kann es nicht glauben. Ich glaube das nicht. Die ganze Datei ergibt inhaltlich überhaupt keinen Sinn. Die hat gar keinen Bogen. Ist die Audiodatei also manipuliert oder gefaked? Das Gericht beauftragt ein Gutachten. Im Prozess geht es auch immer wieder um die Deutschrap-History. Er hat 30 Sekunden gehört und er sagt, es gibt nicht mal einen Bogen. Ey, der Typ hat ein ganz geiles Sicht. Ich weiß noch, wo seine Frau... Also vermeintlich seine Frau auf Twitter uns gedisst hat. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Fand ich einfach interessant. Einfach die Frau von dem Anwalt von Bushido disst uns auf Twitter und meinte, wir wären so gerne so wie Bushido. So, wir wären nur neidisch. Hä, das musst du dir mal vorstellen. Also, was das für Kreise zieht. Hä? War das dieses Troglodytenbasis? Hat die uns nicht Troglodyten genannt? Das Ungeziefer oder sowas hat die uns genannt. Und wir müssten, oder sowas ähnliches, ne? Tengrismus darf dann. Und wir wären nur neidisch auf Bushido. Ich verstehe das nicht. Also was sind das für Verhältnisse? Fehlt noch, dass die Kindergärtnerin von der Nachbarin von vom Richter mir auf Twitter schreibt. Digga, das ist wie Claude schreibt Ungeziefer, gutes Gedächtnis, ganz genau. Das ist völlig Banane, wirklich. Dieser Fall hat wirklich gezeigt, wie sehr dieser Fame von Bushido oder Fame die Leute verrückt macht, wirklich. Einfach die Frau von seinem Anwalt schreibt einem Typen auf Twitch, der wegen Hip-Hop Welt mit Busnitch zu tun hat und die, wirklich. Morgen, wenn Flaschenpost kommt, wird er mich auch noch wegen Bushido anfragen. Das ist wirklich crazy, Alter. Das ist ein super juristischer Fail hier. Zum Beispiel mit K1. Lange ein strahlendes Gesicht von Erstguter Junge. One von Erstguter Junge und sprach öffentlich über die Beziehung von Bushido und den Abushakas. Er ist ein Hund von dem. So, er ist. Also, da sagt er das ganz öffentlich bei ARD. Da hat er keine Angst. Aber jetzt, 10 Jahre später, Bullen, da, Bushido, da, Arafat wird überwacht, alles, da soll er Angst haben, vor Gericht zu reden. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat nur keinen Bock mehr. Der will die Scheiße hinter sich lassen.
Hätte ich jetzt gesagt, aber ja. Deren Untertan, deren Sklaven, er muss machen, was die sagen. So, und er ist eigentlich eine ganz arme Sau. Das ist eine riesengroße kriminelle Gemeinschaft, die Stars, sage ich jetzt mal, Leute wie Bushido und mich, komplett gemolken haben. Im Gericht sagt K1, dass er erst guter Junge wegen Bushido verlassen habe. Angst vor Arafat habe er nicht gehabt. Ich wurde nie von jemandem aus Berlin verprügelt. Toi, toi, toi. Die Oberstaatsanwältin konfrontiert K1 daraufhin mit einer Polizeiaussage aus dem Jahr 2013. Interessanterweise sagen alle Zeugen, auch Dibo letztens und alle Zeitzeugen, jeder in Berlin sagt, dass der K mit Arafat immer viel unterwegs war, Best Friends waren und Todes am Feiern waren. Gut. Das interessiert Leisner nicht. Damals sagte K1 aus, er sei von Arafat mit einem Baseballschläger verprügelt worden. Leister liest aus K1s Aussage vor. Ich hatte Angst, dass ich da nicht lebend rauskomme. Hat K1 damals gelogen? Puh, 10 Jahre später ist das nicht mehr in meinem Kopf. Der Vorsitzende Richter entgegnet, das ist doch Blödsinn. Entweder Sie haben damals etwas Falsches gesagt oder heute etwas Falsches gesagt. Ja, aber ich glaube, so ein Baseballschläger, das vergisst man niemals in seinem Leben, oder? Wenn es eine Bar wäre. Die Liste der Zeugen liest sich wie das Line-up eines Hip-Hop-Festivals. Neben K1 treten auf AK außer Kontrolle, Ali Boumaier, Lars, Flair, Samra, Shindy. Und da muss man sagen, merkt man, dass die Leute keine Ahnung haben von Hip-Hop-Festivals, denn diese 6 Leute würden niemals auf ein Hip-Hop-Festival eingeladen. Wurden nicht und werden nicht. Nenn mir ein Hip-Hop-Festival, wo die 6, Max, Lars, natürlich Shindy, dafür wird es schon schwer, der Rest wird schon schwer. Hip-Hop-Festivals sind immer noch, will man ja noch nicht aussprechen, aber ja. Rapper aus einer Szene, in der es eigentlich als Tabu gilt, mit der Justiz zu kooperieren. Doch vor Gericht müssen sie aussagen. Einige sperren sich dagegen und Deutschrap-YouTube wird zum Gerichtsfernsehen. Bei seiner Aussage lässt es ja, sagt... Er sagt so, Deutschrap-YouTube wird zum Gerichtsfernsehen. Kann mir keiner erzählen, dass sie mich nicht bewusst die ganze Zeit nicht reinnehmen. Tatsächlich eigentlich fast gar nichts, bis auf 55. Er bezog sich also... Paragraph 55. Auf ein angebliches Zeugnisverweigerungsrecht nach Paragraph 55 StPO, weil er sich mit Aussagen selbst belasten würde. Das Gericht verhängte dann gegen Shindy ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro, weil man der Meinung war, Shindy dürfe sich nicht auf 55 berufen und müsse aussagen. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar Beugehaft für Shindy gefordert. Ich meine, der Richter war so, da hat er so die Faxen dicke auch gehabt und Samra zum Thema Gleichgültigkeit hat sich dann wirklich, der saß da, also. Bruder. Ja. Größtenteils saß der so da, einfach vor Gericht, so, aufentspannt. Und hat dann auch mal den hier gemacht, ein bisschen Decke checken, weil er vielleicht dachte, okay, wenn Bushido da hinguckt, dann kann ich da auch mal abchecken. Und dann hat er einfach, und das höchste der Gefühle, wo der Richter dann gesagt hat, setzen Sie sich mal bitte richtig hin, da saß der einfach, weiß nicht, gefühlt ein paar Minuten so. Da ist Bushido und übrigens Wastel auf dem Bild. Es ist nicht immer die Motivation der Zeugen, an der eine Aussage zu scheitern droht. Adam schreibt, die haben bestimmt bei YouTube eingegeben, Bushido Arafat Prozess und die 114 Rules Videos nicht gefunden. Ja, wir haben wahrscheinlich auch mehr als 114 gemacht. Ja, es ist safe running. Also es ist schon ein Running Gag, dass sie, das ist safe bewusst. Warum, weiß ich noch nicht. Vielleicht bin ich denen zu viel auf Arafats Seite oder sowas, könnte das sein. Aber ich meine, viele dieser Sachen hätten die auch von mir reinnehmen können. Ja, am besten nehmen die noch Rapcheck rein gleich. Die gönnen keinen Hack, ja. Vielleicht echt, weil ich mit Bushido Beef habe persönlich und weil das dann. Aber das wäre Quatsch, Mann. Egal, schau's drauf. Einer der großen Fails in dem Prozess betrifft die Zeugenaussage von Wessel K. Der ist natürlich ein super wichtiger Zeuge, weil er am 18. Januar vermutlich am Start gewesen ist. Der wurde aber im laufenden Prozess in die Türkei abgeschoben. Und deswegen konnte er erst viel später aussagen und musste dann über eine Leinwand zugeschaltet werden. Mein Tipp da ist, dass er bewusst abgeschoben wurde, damit er nicht aussagt. Aber es hat ja dann doch geklappt.
Und er gehört zu denen, also eigentlich haben alle, die da waren, das, was Arafat gesagt hat und in der Audio drin ist, bestätigt. Außer Busneid. Ja, dieses Claude schreibt, das Cockblocking ist geisteskrank. Ja, zumal ich mit diesem Journalisten schon gesprochen habe auch, aber also ein paar Mal. Aber egal, scheiß drauf. Bin ich gewohnt mittlerweile. Und auch die Beurteilung der Audiodatei zieht sich. Im Juli 2023, also etwa anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung im Stern, stellt der Audioforensiker sein Gutachten dem Gericht vor. Heute geht es ja um die Frage, ob diese Soundaufnahme echt ist. Ob die echt ist, ob die geschnitten ist. Da drüben ist dieses berühmt-berüchtigte Café. Bel Chico schreibt, du meinst, er wolle sich extra abschieben lassen? Nein, nein. Er wurde bewusst abgeschoben, damit er hier nicht aussagt. Also zumindest scheint mir das so. Es gilt ja, also die haben ja, selbst der Richter hat doch mit dem Kopf geschüttelt und meinte, wie, der wurde abgeschoben. Hätte man nicht warten können, bis er hier aussagt. Zumindest hätte er ja in Untersuchungshaft bleiben können, bis er aussagt, und dann hätte der abgeschoben werden können. Der Richter fand das auch nicht lustig. Also ich würde ja nicht von alleine auf sowas kommen. In der Pause sind dann immer Arafat, Abu Shaka und seine Brüder und die ganzen Journalisten dann einfach rüber, haben sich dann Kaffee geholt und haben dann zusammen gechillt. Und also wirkte so auch sehr vertraut. Es hat so eine Routine bekommen. Es ist also ganz anders, als man sich das vielleicht vorstellt, mit Hochsicherheitssaal, aber am Ende chillen die da, die Journalisten und die Angeklagten und die Zeugen. Ja, das ist auch ein guter Take von ihr, die genau, voll oft hat man bei dem Kaffee auch den Chopper sitzen sehen. Also es war jetzt nicht so, auch von Arafats Seite nicht so, dass man sich die ganze Zeit da angegangen ist. Eigentlich gar nicht. Die haben sich immer so mäßig zugelächelt oder so, mal so ein bisschen abfällig gelächelt, aber das war's. Die Journalisten haben teilweise da gesessen auf dem Café. Ich war ja auch da ein paar Mal. Wie gesagt, ich habe ja auch den Dude hier, wie heißt der nochmal, man kann keine Lüge feststellen. Habe ich sogar mit dem ein Selfie gemacht und so, wie auch die Faizi mit Arafat ein Selfie gemacht. Also ja. War auf jeden Fall nicht so, wie das vielleicht manchmal so rüberkommt. Im Gerichtsgericht? Eine Person war niemals da. Hat auch mit niemandem gelacht oder gesessen oder. Das ist natürlich klar. Im Gebäude ist die Stimmung weniger entspannt. Hallo, hör auf zu nerven, okay? Hör auf zu nerven jetzt. Seit wann duzen wir uns denn? Verstehst du? Nimm die Kamera runter, sag ich dir. Nimm die Kamera runter. Das letzte Mal, sag ich dir. Okay? Ich kann dir filmen. Ich kann dir filmen. Ja, aber nicht mich, filmen jemand anders. Komm denn nicht? Mann. Ist okay, du hast doch alles. Was willst du denn? What was that? Das war der Spiegel-TV-Moment. Ja, die Anspannung ist groß, offensichtlich, ja? MJ schreibt, erstmal grüß dich MJ, er schreibt, ich glaube, das sind zwei verschiedene Stellen, die Abschiebung und die Gerichtsstrafen entscheiden. Nein, nein, selbstverständlich, das macht ja nicht ein Richter oder dieselbe Person. Nur muss man sagen, selbst der Richter fand das fail. Also, es wird wahrscheinlich schon auch Kommunikation geben. Da war das meinetwegen eine Falschkommunikation. Wie gesagt, ich vermute das ja nur, wissen tue ich es nicht. Aber es war natürlich Banane. Und dann wird auch noch Bushido erwartet, weshalb mehr Presse als üblich da zu sein scheint. Bushido hat gestern auf Instagram ein Bild hochgeladen in seiner Story von sich im Flugzeug, weswegen alle davon ausgegangen sind, dass er möglicherweise hier heute auch aufkreuzt. Spoiler Alert, er ist nicht aufgetaucht. Aus Dubai, aber vielleicht hat er uns auch alle hops genommen. Am Ende... von 500. Ja, Spoiler, er ist nicht aufgetaucht. Kommt er nicht. Und auch der Vortrag des Audioforensikers bringt wenig von der erhofften Klarheit. Stattdessen wird es sehr kleinteilig. Es geht um Codec-Artefakte und die Auswertung von Spektrogrammen. Es ist ein sehr krasser Nerd-Talk und man hat so die ganze Zeit den Reflex, ja Bruder, sag doch jetzt ist einfach, echt oder was ist los nicht ist. Echt. So. Ja. Ist echt oder ist nicht echt. Also was wir jetzt festhalten können ist, was du ja auch schon erwartet hast, bisher zumindest, gibt es keine klare Aussage, die er zur Aufnahme machen kann. Auch weil er meint, dass es so viele Störgeräusche halt gibt. Ich meine, das war ja eine verdeckte Aufnahme, wenn dann auch. Aber es ist auch krass, weil du denkst, der Richter, der checkt es ja auch nicht. Ne? Also das hat er auch sehr, auch diese Nachfragen, so ein bisschen wie wenn so jemand in der Schule ein Referat hält, der sich so sehr krass reingenördet hat und die anderen so aus Höflichkeit noch so ein paar Fragen stellen, aber gar nicht drin sind. So.
Zum Glück konnten wir uns das schriftliche Gutachten des Audioforensikers besorgen. Im Gesamtfazit heißt es, dass lediglich an der Stelle 1.56.13 eine drastisch auffällige Veränderung gesichert bestätigt werden kann. An dieser Stelle passen das Vorher und Nachher nicht stimmig zusammen. Es ist die Stelle kurz vor Ende, die wir im Tonstudio gehört haben. Lass mich mal ganz kurz lesen. Was steht da? Gesamtfazit. In Summe ist die untersuchungsgegenständliche Audiodatei besonders im letzten Drittel durch viele Störungen belastet und mehrere akustische unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Noise Floor erkennbar. Ja, ach. Okay. Aufgrund der Vielzahl an substanziell beeinträchtigenden Störgeräuschen kann mangels übereinstimmender Auffälligkeiten aus verschiedenen Analysen lediglich an der Stelle 156 eine drastisch auffällige Veränderung gesichert bestätigt werden. An dieser Stelle passen das Vorher und Nachher nicht stimmig zusammen. Möglicherweise zwei getrennte Aufzeichnungen, die aneinander stoßen, oder ein Hinweis auf veränderte Codierung. Also, wir hören uns die Stelle an. Ich meine, ihr kennt das jetzt eh, ne? Erinnerung. Sind hier entscheidende Stellen des Treffens rausgeschnitten worden? Möglich, aber sicher ist sich der Gutachter nicht. Er schreibt im Gesamtfazit, aus fachlich-technischer Sicht ist die Aufzeichnung mit vorsichtiger Skepsis zu begegnen. Technischer Sicht ist der Aufzeichnung mit vorsichtiger Skepsis zu begegnen. Hat die Datei den Prozess weitergebracht? Also wie wir jetzt im Nachgang wissen, nein. Meiner Meinung nach nein. Sie hat den Prozess wie Kaugummi. Ja, ganz kurz. Ich bin mal nochmal zurück. So oder so hat die Audio nichts entschieden, auch wenn wir das oder auch wenn ich das gerne wollte oder denke. Der Richter hat ohne, und das ist wichtig zu wissen, ohne die Audio entschieden, dass er mehr den Arafat glaubt als Bushido. Dass er den Bushido einfach nicht glaubt. Also die Audio hat vielleicht die ganze Scheiße sogar unnötig verlängert. Das muss man auch sagen. Gang wissen, meiner Meinung nach nein. Sie hat den Prozess wie Kaugummi in die Länge gezogen. Mit der Audiodatei, die vom 18. Januar 2018 stammen soll, ist die Beweisaufnahme noch nicht geschlossen. Die Kammer möchte noch weitere Tonmitschnitte hören. Darf ich euch was fragen? Ja. Wisst ihr, worum es heute geht? Tonband, ne? Vom 2018, 1. Februar. Oder was? Chilo, Anna-Maria und Aramat, die sich getroffen haben. Das ist ein anderes Tonband, okay. Das ist das Tonband, was wir auch in dem ersten Film haben. Nämlich, wo sich Arafat, Anna-Maria, Veysel und Bushido treffen in einem Café bei einem Italiener oder in einem Restaurant und sprechen. Das ist dieses berühmte, ich hab dich doch noch nie geschlagen, oder? Nein, du hast mich noch nie geschlagen. Diese. Das Gespräch soll 2 Wochen nach dem Streit am 18. Januar aufgenommen worden sein. Bushido selbst bestätigt dieses Treffen später bei der Polizei. Bushidos Ehefrau verlässt offenbar kurz den Tisch. Da sprechen die Männer. Ganz ehrlich, Bushido, dass deine Frau mir droht. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Bei dem, was wir alles durchgemacht haben. Arafat, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Nutzen wir mal kurz die Zeit unter 4 Augen. Scheißen wir jetzt mal auf ihre Meinung. Du weißt, sie geht manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Mein Bruder war gegen dich? Hat dich als Geisel genommen? Was deine Frau sagt? Arafat, ich hab das nicht zu meiner Frau gesagt. Ich schwör dir. Wie lange kenne ich dich? Du kennst mich schon sehr lange. Wann habe ich dich geschlagen? Nein, du hast mich nicht geschlagen. Ja. Noch nie in meinem Leben. Bushido ist zu dem Prozesstag, an dem es um den Mitschnitt vom Italiener geht, nicht erschienen. Immerhin kriegen wir ein kurzes Statement seines Anwalts. Die ist die Audio authentisch oder nicht? Die hat er doch verlesen, die Antwort. Steffen Choppe zweifelt. Mal lass mal die Frau jetzt raus. Und war das jetzt auch gefaked? Also auch an dieser Audiodatei. Frau Reiner, die ich nicht selber gefälscht habe. Das heißt, Sie glauben, das ist mit auch Churchill zusammen. Jemand weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und jemand Land ist doch wieder nur eine MP3 und keine M4A. Mehr sage ich dazu.
Ey, Bruder, ich verstehe, er ist ja der Vertreter von dem anderen und so. Und dass er den Schmörtschel da rausholt, verstehe ich. Churchill, Churchill. Aber er sagt, das ist ja wieder eine MP3 und keine MP4. Brudi, Alter, einer soll dir meinen Stick kaufen. Wie kann der Anwalt sein, ehrlich? Alter. Das ist das billigste Ding. Ja, das ist aber eine MP3. Entschuldigung, das ist eine M4A. Entschuldigung. Hör mal zu, Bro, Alter. Entweder war der noch nie auf Kino, hat noch nie was von Kinotheo runtergeladen. Der war echt, also wirklich, ist das, dass dieses Formate nicht zu verstehen, das ist andere, das ist. Ey, das ist einfach so Boomer-Talk, ey, heftig. Das ist konvertiert von MP3 auf MP4, das ist natürlich ein Fake. Bushidos Anwalt spielt hier auf das Format der Audiodateien an. Dem Ja, klar. Gericht und auch uns liegen MP3s vor. Die Ursprungsdateien wurden wohl umgewandelt. Einfach der Journalist zieht sich so CCM-Pulli an auf Tag. Es fehlen Metadaten, die Auskunft darüber geben könnten, wer die Aufnahme gemacht hat und wann. Zu bahnbrechenden Erkenntnissen kommt es im dritten Prozessjahr nicht mehr. Die Hauptverhandlung scheint vor sich hin zu plätschern. Heute wurde die Steuerberaterin von Bushido als Zeugin befragt. Und das war sehr, sehr schwerfällig. Heute soll es im Prozess um die Vermögensverhältnisse von Verdacht. Ja, also Flo, wie gesagt, dem Choppe kann ich da nichts vorwerfen. Das ist sein Job. Der muss das ja so machen. Der kann ja jetzt nicht sagen, ja, ich glaube den Haaren auch nichts mehr. Das ist ja sein Job. Abuschakta geht. So, wie zu erwarten, Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das heißt, wir müssen raus. Das Gericht findet nicht, dass wir ein Recht haben zu wissen, wie viel Geld Arafat Abuschakta hat. Es zieht sich halt einfach alles so krass. Müsste der Prozess nicht irgendwann zu Ende sein, auch aus Fairness gegenüber den Angeklagten, die zu jedem Prozesstag erscheinen müssen? Yes, Strafgerichtsprofessor. Dessen Namen ich vergessen habe, aus Berlin. Professor wohlgemerkt, ja, nicht TikTok, sondern ein echter Strafgerichtsprofessor hat gesagt, damals zu Sebastian beim FAZ, dass das Ganze vielleicht 4 bis 5, 6 Max Gerichtstage nehmen darf, denn, wohlgemerkt, der Prozess selbst darf nicht zur Strafe werden. Ja, Abus Eisen. Wir fragen den vorsitzenden Richter, denn wann ein Prozess endet, entscheidet das Gericht. Herr Morsk, Steuerung F, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Geht der Prozess jetzt am 26. Januar zu Ende? Ich hoffe es. Und warum hat es so lange gedauert? Aussieht wie so ein. Fragen Sie die Pressestelle bitte. Nee, ich würde es gerne von Ihnen hören. Vor Abschluss des Verfahrens gebe ich keine Kommentare ab. Und abgeschlossen ist das Verfahren erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Bis zur Veröffentlichung dieses Films wird das nicht der Fall sein. Wir fragen einen Außenstehenden, der in diesem Verfahren nicht involviert ist. Matthias Jahn ist Professor für Strafprozessrecht an. Ich möchte an dieser Stelle sagen, die gucken zu viel Ruß, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob es der war damals mit Sebastian, aber ist egal. Tamam, er wird das jetzt wahrscheinlich auch genauso sagen. An der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nicht Berlin? Die Verfahrensdimensionen sind sicherlich außergewöhnlich. Man könnte angesichts der Tatvorwürfe, jedenfalls eines Teils der Tatvorwürfe, sogar sagen, sie sind monströs. Warum ufert so ein Prozess so aus? Faktoren können unter anderem sein die Prominenz eines Verletzten, also hier eines bekannten Rap-Musikers. Faktoren können sein die Angeklagten, die als Clan in der Öffentlichkeit wahrgenommen und bezeichnet werden. Und wenn beides zusammenkommt in einem Verfahren, dann gibt das eine explosive Mischung. Clankriminalität sei kein juristischer Begriff. Trotzdem könne die Debatte darüber die Justiz beeinflussen, meint Jahn.
Es gibt eine erkennbare Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, dass die Justiz, wenn es um das Label Clankriminalität geht, unnachgiebig sein soll und möglichst jeden Stein dreimal herumdrehen soll, damit auch nichts unaufgeklärt bleibt. Es gibt eine Erwartungshaltung, die sagt, hier müssen nicht nur Taten ermittelt werden, hier müssen Strukturen aufgeklärt werden. Ja, das glaube ich ihm. Das ist ja oft so, dass es gibt andere Fälle, da hat die Gesellschaft auch immer eine gewisse Erwartungshaltung und so bla. Das ist okay. Aber nur weil die Gesellschaft eine Erwartungshaltung hat, dass man mit einer Mistgabel jemanden jagen muss, muss der Richter und vor allem die Staatsanwältin doch nicht das machen. Dafür gibt es die doch. Und beide Erwartungshaltungen sind falsch, weil das Recht sie nicht teilt. Ganz genau, that's what I'm so saying. Und weil sie immer in der Gefahr sind, nicht das Recht in den Blick zu nehmen, sondern populistische Forderungen, teilweise auch von politischer Seite, die in einem Gerichtssaal nichts zu suchen haben. Ganz genau, Populismus hat in einem Gerichtssaal nichts zu suchen, vor allem Vorurteile, so Erwartungshaltungen, aka Petra Leisner. Auch Martin Heger, der Strafrechtsprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Das ist der, den ich meinte, Martin Heger, der hat damals mit Leber gesprochen. Sebastian Eber, nicht Leber. Sprach mit Medien über den Prozess. Der Süddeutschen Zeitung sagte Heger, dass sich die Justiz in diesem Verfahren... Habe ich mich echt vertan? War das gar nicht, Sebastian? War das Süddeutsche? Weiß ich nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall sagt er wahrscheinlich dasselbe. Er sagt, glaube ich, was ich vorhin gesagt habe, nicht dasselbe. Er sagt, das darf nicht 4-5 Tage, das darf nicht, der Prozess darf nicht zur Strafe selbst werden. Das ist ein guter Satz. Verrannt habe und scharf gegen einen Clan auffahren wolle. Was ziemlich unstrittig ist, diese Hauptverhandlung dauert außergewöhnlich lange. Das hat uns auch das Landgericht Berlin I bestätigt, wo der Prozess ja stattfindet. Ein durchschnittliches Verfahren dauerte in der ersten Instanz im Jahr 2023 7,5 Monate. Der Prozess gegen die Abu-Sharkers wird am Ende mehr als 5-mal so lang gehen wie der Durchschnittsfall. Völlig Banane für eine Sache. Die Frage ist, ob das tatsächlich daran liegt, dass es in diesem Verfahren gar nicht nur um die Abu-Sharkers geht, sondern um das ganze Thema Clankriminalität. Na, zwei Sachen. Clankriminalität ist big und Bushido ist ein berühmter Star. Das spielt alles eine Rolle. Haben wir auch die Pressesprecherin des Gerichts gefragt. Wenn man sich die Vorwürfe anguckt, um die es hier geht, dann hat das allein gar nichts zu tun mit diesen angeblichen Clanstrukturen oder ähnliches. Hier soll und auch nichts mit 3 Jahre Gericht. Die Vorwürfe sind immerhin überschaubar. Also jetzt auf Crime-Level gesehen. Niemand entführt, erschossen oder sonst irgendwas sein, sondern es geht eben um Vorwürfe der versuchten räuberischen Erpressung, der Freiheitsberaubung, der Nötigung. Das heißt, auch wenn man 4 Brüder hat, die auf einer Anklagebank sitzen und die möglicherweise Vorstrafen haben, bedeutet das noch nicht für sie, da geht es um den kriminellen Clan. Auf gar keinen Fall. 4 Brüder sind erstmal nur 4 Brüder. Und im Strafrecht ist es ja so, dass man keine pauschalen Zuweisungen machen darf. In den Medien wird dagegen das Bild eines kriminellen Clans immer wieder gezeichnet. An der Spitze Arafat Abu-Sharka. Arafat. Ganz vorne der Spiegel. Ist ja zum Beispiel vor wenigen Jahren das erste Mal verurteilt worden, weil er sich mit diesem Hausmeister geprügelt haben soll. Also woher kommt diese Annahme, dass der immer schon kriminell gewesen ist? Es hat niemand behauptet, dass er immer schon kriminell gewesen ist, aber man kann es umdrehen. Es gibt Lagebilder des LKAs, es gibt Beurteilungen des LKAs, die weit zurückgehen, in welche Dinge Arafat verwickelt war. Ist er verurteilt worden? Nein, du hast es gerade gesagt, es gab dann in einem Fall. Das bedeutet doch aber nicht, dass eine Person trotzdem in einem Milieu aktiv sein kann. Es gibt hunderte Belege dafür oder Beispiele dafür, dass Personen aus einem oder in einem kriminellen Milieu nicht vorbestraft sind. Wir haben versucht zu verifizieren, was Peter... Gut auch, dass sie trotz Funkmanie auch immer mit Handy aufnehmen. Rosbeck hier sagt und die Berliner Polizei angeschrieben. Sie gibt uns keine Auskunft darüber, ob sie Arafat Abu... Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich bitte darum und danke für Ihr Verständnis, dass die Polizei Berlin aus Gründen des Datenschutzes Abus Eisen...
Abushaka der organisierten oder der Clan-Kriminalität zurechnet. Wir versuchen am Rande des Prozesses mit ihm ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung auf ein Interview. Eieiei. Haben wir alles auf Kamera? Muss man schon machen. Wenn das im Film ist. Das klappt mal besser. Sonst geht's gut. Ja, bei dir? Der Arafat anzusprechen, musst du auf eine Art und Weise, zum Beispiel wirf einen Cowboy-Hut. Der checkt's nicht. Wirf doch mal ein Universum, Bro. Und mal klappt es schlechter. Sorry, darf ich dir noch eine Sache mit Kamera fragen? Ein Interview über die Er hat so gemacht. Mit Kamera so und er lächelt jetzt. Wisst ihr, was das heißt? In Clan-Kreisen heißt das. Skeff. Bald. Also ja, Paul. Ich würde auf meine Niere aufpassen. Die wird jetzt verkauft. Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bekommen wir am Ende nicht. Denn auch Arafat Abushaka arbeitet an einer eigenen Doku-Serie. Wird wohl auch dort seine Geschichte erzählen. Doch kurz vor Ende des Prozesses bricht... Haben die gesagt, Arafat arbeitet an einer Doku-Serie? Hör ich zum ersten Mal. Zwinker-Smiley. Bricht Abushaka sein Schweigen im Gericht. Er beantwortet Fragen zu seiner Biografie. Er spricht über... Kuss geht raus. Sein Vater, der in den 70er Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen sei, über seine abgeschlossene Kfz-Lehre. Zum Schluss fragt der Vorsitzende Richter, gibt es etwas, das Sie sich wünschen? Universum. Abushaka antwortet, dass der ganze Spuk aufhört, dass ich irgendwann ein normales Leben mit meiner Familie führen kann. Seit der Trennung mit Herrn Fashishi war ich auf einmal der große Clan-Boss. Natürlich hat dieser Prozess nochmal eine andere Öffentlichkeit, auch für ihn, nach sich gezogen. Haben die Medien dazu beigetragen, aus Arafat Abushaka ein Mysterium zu machen? Definitiv. Spiegel TV, Bild, zahlreiche Berichterstattungen, auch die Art der Berichterstattung. Wir haben ihn auch größer gemacht, als er im Endeffekt war. Es gibt ganz andere Figuren in diesem, diesem kriminellen Milieu, die auch eine viel größere Kraft als er haben. 100. Aber natürlich hat eben dieses ganz besondere Verhältnis aus ihm und Bushido etwas dargestellt, was es so in der Art nicht gab vorher, was es auch danach in der Art nicht mehr gab. Und er ein Stück weit auch diese Öffentlichkeit ja genossen hat. Diese Öffentlichkeit hat ihm dann irgendwann nur dann nicht mehr gepasst, als es eben auch Recherchen bzw. auch Berichterstattung gab, die dann nicht mehr positiv war. Wobei man, gehe ich mit, was er sagt, man muss nur sagen, die Berichterstattung über ihn war nie positiv. Also auch als er mit Busnajc war, war die war immer böse, Clan, Nur vielleicht hat es ihm damals einfach mehr gefallen, weil er da mit Busnajc war. Und jetzt ist es halt so, dass er nur noch der Böse ist und Bushido ist nur noch der Gute. Und ich finde das einfach unfair. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Naja, ein Köftespiel. Im Januar 2024 scheint das Ende nun tatsächlich näher zu rücken. Die Plädoyers beginnen. Für Oberstaatsanwältin Leister ist Bushido ein Opfer und das Image des Gangster-Rappers irreführend. Das mag sein, aber es ist halt nur nicht ganz so eindeutig alles. Frau Leisner kennt diesen Song. Die sind die Bösen, wir die Guten. Den hat sie, glaube ich, selber sehr oft gehört. Sie fragt in den Saal, warum ist Herr Fashishi so wenig wehrhaft? Und hat auch eine Antwort. Er ist nicht der, den man sich vorstellt. Eher ein redegewandter Durchschnittsbürger. Sie wird schlussendlich rund 4 Jahre und 3 Monate Freiheitsstrafe. Ey, jetzt Real Talk, die hat eine absolute Vollmeise. Sie macht aus Busnajc einen Durchschnittsbürger, einen redegewandten Durchschnittsbürger. Zufälligerweise einer der größten Rapstars aller Zeiten, unglaublich rich, bekannteste Gesicht, einer der bekannten, der ist ein Durchschnittsbürger für sie. Der arme Herr Müller von Ecke, die hat an, dass die den Schuss nicht gehört. Für Abushaka fordern. Die Verteidiger halten dagegen. Es kommt nicht auf die fesselnde Erzählung an, sondern auf die belastbare Substanz.
Bushido ist genauso wenig ein Durchschnittsbürger, wie es Arafat ist. Beide sind unglaublich fame auf einer bestimmten Art und Weise. Beide sind auch medienkompetent. Beide kennen sich aus, sind 15 Jahre Top-Notch-Game. Beide sind mehrfache Millionäre, können sich anders die Anwälte holen, können anders spielen, machen. Was für Durchschnittsbürger, ja? Jeff Bezos ist ein Durchschnitts-Amazon-Kunde. Die ist wirklich, wirklich eine andere Meise. Die Tonaufnahme lässt das Kartenhaus in sich zusammenfallen. Gerade bin ich aus dem Gerichtssaal. Jetzt hat der sechste Verteidiger heute gesprochen und keiner spricht über die Angeklagten. Alle sprechen über Bushido. Eigentlich ist es keine Verteidigung, es ist ein reiner Angriff auf Bushidos Glaubwürdigkeit. Und das wollen sich nicht nur JournalistInnen ansehen. Auch ein prominenter Zeuge ist noch einmal gekommen. So, da ist Flair. Flair ist heute spontan beim Prozess aufgetaucht. Das ist natürlich interessant. Endlich mal passiert mal was. Ja. Zwei Kaffees zum Mitnehmen. Moin, was geht? Alles gut. Ja, du bist heute beim Prozess aufgetaucht. Damit habe ich nicht gerechnet. Warum? Naja, ist ja ein Ereignis gewesen die letzten Jahre. Rapper und Zeuge. Man war ja persönlich betroffen. Und man irgendwie dachte man, dass heute vielleicht schon ein Urteil kommt. Man hofft so ein bisschen auf Gerechtigkeit, ne? Weil es auch ein bisschen dein Erzfeind ist, oder? Es gibt dieses Interview von dir, wie du so sagst, ja, ich stehe morgens auf und denke über die und die Sachen nach. Und auch, wie f*** ich Bushido. Die nehmen echt alles so ernst, ne? Ist das es geht bei diesem Erzfeind-Ding, es geht einfach nur darum, dass wir jahrelang in der Hip-Hop-Szene so ein bisschen verzweifelt waren, dass einfach niemand so diese perfide, abgewichste Art von dem mitbekommt. So. Und wenn jetzt am Ende des Tages das so Leute erkennen aus der Justiz, Leute in den großen Medien und so, dann ist das vielleicht die große Retourkutsche, die er verdient hat. Weißt du, was ich meine? So? Wenn Arafat 4 Jahre und 4 Monate ins Gefängnis muss, wie Frau Leister gefordert hat, was dann? Nein. Korrekt, Raminga. Na, wenigstens lassen die Flair reden. Der Richter ist so cool, Mann. Wenn jetzt ein Freispruch kommt, ich glaube, dann merkt so auch der letzte normale Bürger und die letzte normale Mutti und so, dass da irgendwas hier im Argen war. Das ist schon wichtig, glaube ich, auch wenn es um Gerechtigkeit geht. Oder ja, an dem Tag war ich da, oder? Ich überlege gerade, ich war, glaube ich, an dem Tag da. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube schon. Auch diese Vorverurteilung. Und dann ist es soweit. Die Urteilsverkündung. 1268 Tage ist es her, seit der Prozess begonnen hat. Ja, der hatte die Jacke in dem Interview. Ja, natürlich war ich da. Ich bin ja mit den Jungs dann zum Café gefahren, hab die noch interviewt dazu. Ja, ja, ja. Nun endlich verkündet die 38. Große Strafkammer des Landgericht Berlin das Urteil. Der Andrang ist so groß wie seit Beginn des Prozesses nicht. Ach so, das ist der letzte Tag. Ja, klar war ich da, ja. Herr Yasser, Schacke? Ich komme gleich mit. Gib den Affen Zucker. Was gibt's heute? Kaffee, schwarz. Habt ihr gehört, wie Arafat gesagt hat, Kaffee schwarz? Das ist schon auch Clan-Kriminalität. Also von meinem Gefühl her ist das Clan-Kriminalität. Leute, jetzt aber schnell. Alle stehen zur Urteilsverkündung. Ja, da war ich auf jeden Fall 100 Pro. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Das Gericht spricht Arafat Abushaka schuldig, wegen der 13 heimlichen Audiodateien. Der entscheidende Satz, im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen, heißt... Ja, das ist die Musik von dem Film Tenet, genau, von Ludwig Göransson. Entscheidende Satz, im Übrigen wird der Angeklagte freigesprochen. Heißt, bei der versuchten schweren räuberischen Erpressung, der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung, bei all dem, was am 18. Januar 2018 passiert sein soll, hält die Kammer die Schuld der Abushakas für nicht erwiesen. Der soeben Freigesprochene nickt. In der Urteilsbegründung mutmaßt der Vorsitzende, warum Bushido bei seiner Darstellung überzogen haben könnte. Möglicherweise, um sich schneller von Arafat Abushaka zu lösen. Möglicherweise, um sich eine günstigere Lage im Zivilprozess zu verschaffen. Das ist sehr wichtig. Habt ihr das gehört?
zu lösen. Möglicherweise, um sich eine günstigere Lage. Also das ist so eins der wichtigsten Punkte überhaupt. Ich mache mal hier hoch. Also der Richter sagt, möglicherweise, vielleicht der Busneid gelogen, weil er sich schneller von Arafat lösen wollte. Ja. Möglicherweise, um sich eine, und das ist sehr wichtig, eine günstigere Lage in den anderen Zivilprozessen, die er ja hat. Laut Arafat sind noch einige Prozesse, um da sich in eine bessere Situation zu bringen. Das war übrigens schon vor 3 Jahren eine der ersten Sachen, die ich gehört habe von einem Anwalt, der mir gesagt hat, was er hier macht, dieser ganze Strafprozess ist, um überall besser dazustehen im Zivil, wenn er das dann gewinnt. Ne? Das ist schlau gemacht, schachzugmäßig. Ich finde es so interessant, dass die Leisner das nicht einmal in Betracht zieht. Du musst mal überlegen, die zieht das nicht mal in Betracht. Das könnte doch sein, oder nicht? Der Richter hat es drauf, die Staatsanwältin nicht. Muss man hier sagen. Im Zivilprozess zu verschaffen, ging es. Vielleicht hat der Martin Mosk auch Roos geguckt auf YouTube und weiß das. Weil ich glaube, das haben wir, glaube ich, in mehreren Videos immer wieder auch vermutet, gesagt. Bushido also vor allem um einen Vorteil bei der Aufteilung der gemeinsamen Geschäfte? Unähnlich. Ich meine, der Bushido war selbst an diesem Tag nicht da. Also, ich guck nur die Highlights. Der Platz des Nebenklägers ist leer. Sein Anwalt tippt auf einem Handy herum. Vielleicht hat der Anwalt sich auch nur das Ergebnis 30 Sekunden angeguckt, seinen Mandant angerufen und hat gesagt, der Faschischi, das ist aber hier Faschascho. Nach der Urteilsverkündung steht Arafat Abushaka plötzlich vor unserer Kamera. Und? Alhamdulillah, es ist vorbei. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Alhamdulillah. Ja? Alhamdulillah. Hast du das erwartet? Ja, um ehrlich zu sein. Wenn die Kammer war fair und wenn ein Gericht fair ist, dann kann man sowas erwarten, ja. Merkt euch mal das Bild hier. Ich habe mir das alles angesprochen mit euch aus dem Café heraus. Genau, so sieht das aus. Wir sind in diesem berühmten Café. Genau, hier versammelt sich die ganze Presse und auch meistens Arafat kommt auch nochmal hier, holt sich hier einen Café. Hier habe ich die ganzen Journalisten getroffen und getroffen von eigentlich auch Legende einfach. Ja, das ist tatsächlich so. Und hier sieht man Klaas Meyerheuer. Eigentlich auch Legende, einfach Klaas Meyerheuer hängt ab mit Flizzmaster. Ich habe ihn da vor dem Café getroffen, ja, ein bisschen gequatscht natürlich, habe ich mir nicht nehmen lassen, ein Foto zu machen. Ja, dann ging es zum Gericht rein, das habe ich natürlich nicht filmen dürfen, deswegen ganz schnell hier an der Stelle fasse ich euch nochmal zusammen. Wir sind rein, alle sind rein, es war brappel. Ja, habe ich noch ein paar Bilder danach? Ja, hier, das ist genau die Stelle. Das Urteil wurde gesprochen, wie ihr sehen könnt. Ja. Da. 40. Genau da. Stehe im Prinzip hier. Das ist ein bisschen Chaos. Natürlich, Arafat ist sichtlich erleichtert. Das ist ein gerechtes Urteil. Ja, die Bezahlung. Ja. Sonst ist es ein gerechtes Urteil. Ja. Die Kamera hat rausgefunden, dass ein Lügner ist. Was hier? Er chillt ja schön in Dubai. Wir haben ja nicht. Ich so, die haben so aufgenommen. Ich so, kann man hier mitmampfen? Kann man. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Mein Ton war noch nicht so geil. Jetzt feiern Sie das Urteil heute? Denken Sie wirklich, nach 4 Jahren habe ich was zu feiern? 4 Jahre nur am Lügen. Für nichts und wieder nichts. Normalerweise hat er gar keinen Bock, mit Presse zu reden. Das hat man die ganze Zeit auch gesehen. Die ganzen 2,5 Jahre hat er nie geredet. Hier lässt er sich doch mal ja, dazu verleiten, hier diese andere Radiostimme und da was zu sagen. Hier sieht man, die Leute von Spiegel sind da. Von. Das ist der Doblinger. Natürlich Klaas. Da, Klaas Meyerheuer. Meyerheuer, mit denen unterhält er sich nicht gerne.
Tatsächlich entsteht was, also eine hitzige Diskussion auch. Glauben Sie, dass es die letzte Anklage war? Ich habe Ihnen gerade beantwortet. Solange es Leute gibt, die so viel Scheiße und Lügen erzählen wie Sie, nein. Es konnte keine Lüge feststellen. Aber klar, berichte mal, dass er Lügen hat. Dann los! Da noch Diskussion mit Klassenlehrer. Bruder, guck mal, ich habe doch nur für Spiegel diese Klicks mitgenommen. Mach nicht Clickbait. Ja, aber Bruder, du weißt doch so, kennst doch so, Bruder, so, bisschen so, so. Ja, aber du machst diese Ragebait. Ja, mach Match. Okay, dann wirf ein Universum, yalla. Wirf ein Universum, entschuldige dich. Ja, ich setze dich auf Flasche. Die Berichterstattung von Klaas Meyer-Heuer und dem Spiegel, das, beziehungsweise Spiegel TV, das dürfte Arafat natürlich gar nicht gefallen, weil die war schon, wie wir auch beobachtet haben und gesehen haben, sehr pro Bushido und sehr tendenziös. Boah, diese Schnurrbart-Talk von mir. Ich bin schon sehr schnurrbartig. Die haben auch die ganze Zeit Flair immer wieder gefragt, ob er was sagen will. Wollen Sie ein Statement? Gib mal ein Statement. Mein Gott, dann gibt es noch kein Statement. Das ist tatsächlich genau die Sache. Ich will gleich ein Statement. Wer seid ihr denn? Der hatte gar keinen Bock auf die. Den hat er abgesagt. Da, okay, ich gehe jetzt mal raus. Ich like das mal. Kann man sich selber. Ist doof, sich selber zu liken? Ich like, egal. Ich like mich selber. 200k hat das nur gemacht. Sonst? Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt nach Hause? Eine wunderschöne Gefühl. Mit Erleichterung. Dass die Wahrheit rausgekommen ist und. Nach der Erschwernis ist Erleichterung. Ach, da bin ich tatsächlich. Boah, Leute, ich bin 3 Sekunden drin. Tatsächlich sieht man auch, dass ich selber filme. Und nicht Ilja filmt. Man sieht hier Quadrato Jacko. Ich bin doch drin, Leute. Die haben mich nicht gekockblockt. Leute, alle, die gedacht haben, diese Steuerung F, Dude, die kockblocken mich. Nein. Die Meute. Ich war 0,21 Sekunden zu sehen. Ich bin jetzt schon stellenwertmäßig auf der, ich bin jetzt, würde ich sagen, auf der, also ich würde sagen, auf der Höhe von Buzz Aldrin. Ich bin jetzt noch, ich bin nicht Neil Armstrong, aber Buzz Aldrin. Ja, hier ist noch ein Millimeter. Hier sieht man anhand meiner Jacke und an meine Dave Harden Schuhe. Also man muss sagen, ich habe gewisses Fame abgeholt bei denen. Ich bin bei denen wie so ein Fluffer. Wisst ihr, was ein Fluffer ist? Bei Pornos braucht man immer so einen Fluffer. Die Position haben die mir gegeben. Nachdem die sich 100 Videos von mir gegeben haben, geben die mir die Fluffer-Position. Geil. Auch Bush. Anblasehase von Seite. Bushido hat das Urteil erreicht. In seinem Podcast gibt er sich abgeklärt. Den Stern ist es der sinnloseste Prozess der Bundesrepublik. Die Bild-Zeitung schimpft über die angeblichen Kosten. Das Landgericht hält die Schätzung für unrealistisch. Kosten rechne man erst nach dem Abschluss des Verfahrens. Ja. Aber ist das überhaupt wichtig? Ist es nicht eigentlich wünschenswert, dass ein Rechtsstaat so viel Aufwand betreibt, um zu einem fairen Urteil zu kommen? Ja, das Problem ist, dass der Rechtsstaat nicht Zeit hat für jede Kacke und vor allem sich nicht Zeit nehmen kann für jede Scheiße. Nach Arafats Verteidigern wäre es überhaupt nicht zu diesem Prozess gekommen, wenn die Staatsanwaltschaft sauber gearbeitet hätte. Wenn wir uns die Ermittlungen anschauen, ist im Grunde genommen, das ist eine Nacherzählung dessen, was Herr Fashishi berichtet hat. Aber das hat mit seriöser, intensiver Ermittlung nichts zu tun. Wenn ich das betrachte, dass ich gegen eine Person 33, haben Sie, glaube ich, gesagt, Ermittlungsverfahren führe und es kommt nichts bei raus, außer einer kleinen Geldstrafe am Ende, dann löst es natürlich so ein gewisses enttäuschendes Moment aus. Und wenn ich nunmehr, wie Robert zu Recht sagt, jemanden habe, der aus einer Innensicht berichten kann, dann ist das ja nun geradezu wie ein Lottogewinn. Hat sich der Prozess gelohnt? Hat sich der Prozess gelohnt? Lass mich predikten, sie wird sagen, ja.
Ich erinnere mich, dass sie, glaube ich, damals vor Gericht auch so was Ähnliches gesagt hätte, es lohnt sich immer, wenn man so sticheln kann, muss man das machen. Die wird ja natürlich jetzt nicht sagen, ja klar, ich habe einen miesen Fehler gemacht. Er hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn was stellen Sie sich als Alternative vor? Dass ich mir solche Anwürfe anhöre und sage, ach Gott, wir können, wissen Sie, wir können da gar nichts machen, wir können Sie nicht schützen, das läuft sowieso auf nichts heraus, gehen Sie lieber nach Hause, zahlen Sie 5 Millionen, alles ist gut. Das ist völliger Quatsch, was sie da erzählt. Es ist anderer Quatsch, den sie da erzählt. Wie wäre es mit, ja, interessante Geschichte, nehmen wir ernst. Dann geht sie nach Hause, geht im Büro mit anderen LKA-Leuten, setzt sich hin, überlegt, guckt sich die 85-Tage-Aussage an und denkt dann darüber nach, ob das wirklich sinnvoll ist, was er sagt. Dann prüft man den Zeugen. Ist das ein relevant, also ist das ein, nicht relevant, sondern ist das, könnte das wahr sein, was er sagt? Meinetwegen okay. Aber das hat sie wahrscheinlich nicht gemacht. Also das ist der Job. Das muss man schon machen. Also das ist doch keine Lösung, ja. Ja. Und natürlich ist es auch ein Signal in die... Das ist eigentlich die Wahrheit. Da sagt sie die Wahrheit, dass sie das als Signal macht. Ja. Die betroffene Szene. Sie ist einfach dankbar für jeden, der antanzt und sagt, Clan-Kriminelle. Man kommt eben nicht mit allem davon oder man muss sich noch geschickter anstellen. Es ist jedenfalls nicht so einfach. Man schaut hin. Ja, aber das haben sie doch 3 Jahre gemacht für nichts. 3 Jahre lang Kosten, Bodenschutz, LKA-Schutz, diesmal 3 Jahre. Und es ist doch nichts dabei rausgekommen. Also was ist denn jetzt das Ergebnis? Sie sagt überhaupt keinen einzigen Reflektoren. Sie hat keinen einzigen Reflektor ausgepackt. Sie sagt nicht einmal, ja, ich hätte mir das auch eher anders so... Ja, es kann sein, dass er gelogen hat. Jetzt sind wir ja schlauer 3 Jahre später. Nein, sie sagt nicht mal, vielleicht hat der Herr Verschaschow gelogen. Das ist ja auch eine Botschaft. Ja, aber das ist eine Botschaft, auf welchen Kosten? Sie haben jetzt einen Typen, Sie haben jetzt 4 Leute unschuldig 3 Jahre lang vor Tür gehalten. Ist das die Botschaft, die Sie senden wollen? Kann ja nicht wahr sein. Aber was hat der Prozess denn tatsächlich Neues hervorgebracht? Vielleicht den Umstand, dass die Dinge manchmal anders sind, als sie scheinen. Rapper haben ganz andere Charaktere. Wir waren ja überrascht über manchen Rapper. Ich weiß gar nicht, welcher Rapper es nochmal war, der also fast wütend ausgeartet ist, als der Richter ihn vorwarf. Er könne ja noch nicht mal richtig sprechen, weil man ihn nicht verstehe, was leider der Fall war. Shindy. Ich hatte das Gefühl, dass etliche Rapper auch Sprachfehler haben, weil ich sie dann auch kaum verstehen konnte. Voll der gut. Also das ist eine richtig qualifizierte und qualitativ gute Aussage von einer Staatsanwältin. Genau das wollen wir hören. Was hat der Prozess gebracht? Ja, dass man so sieht, dass Rapper gar nicht so cool sind, wie sie tun. Ein paar haben auch Sprachfehler. Also 3 Jahre 2 Millionen ausgeben, damit wir rausfinden, dass Shindy vielleicht einen Sprachfehler hat. Wow. Ach so, ja, um was ging es eigentlich? Ja, Clankriminalität, Erpressung, Beleidigung, Veruntreuung. Ach so, ja, das war ja Freispruch. Ja, aber wir wissen jetzt, dass K1 gar keinen Double Rhyme kann. Das fand ich überraschend, wie das mit dem... Das fand ich überraschend. Ja, sehr interessant auch. Das interessiert bestimmt die Hälfte der deutschen Bürger so. Ich glaube, die Europawahl wird jetzt abgesägt, weil überraschend ist für die Leistner, dass einige Rapper nicht das sind, was sie in Interviews zeigen wollen, so imagemäßig. Wissen ist, ne? Wo man immer das Gefühl hat, ja, also die mögen sich wirklich nicht. Ne? Der eine ist voll sauer auf den anderen Rapper und dann disst der zurück und so, dass das alles häufig einfach Show ist. Ne? Der hat dich gedisst, ja, aber ich mag den ja voll, egal, du musst aber zurückdissen, weil... Das ist komplett gelogen. Das ist komplett Quatsch. Das war erstens nicht die Frage. Zweitens bringt das ab. Absolut niemanden was, dass das Show war oder nicht war. Und noch nie habe ich in meinem Leben mitgekriegt oder gehört oder kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, der hat mich gedisst, ich mag den voll. Ja, aber diss zurück wegen... Ey, Bruder, das ist... Was labert die da überhaupt? Was haben wir von Arafat, Brüder, Bushido, Story, 3 Jahre, 2 Millionen,
Drei Dokus, Podcast. Was haben wir davon? Ja, dass jetzt wir rausgefunden haben, dass der Shindy. Was denkt sonst die Öffentlichkeit? Also, dass ganz vieles einfach auch so ein Show-Element ist, was man ausnutzt. Also, gab eigentlich schon ganz viele interessante. Ja, sie wurden ausgenutzt. Sachen. Und dass manchmal auch Ehefrauen mehr Einfluss haben auf jemanden, sprich Anna-Maria Fatschitschi, als man sich vorher hätte vorstellen können, ja. Wow. Das ist eine Aussage, die ist so richtig uninteressant. Was bringt uns dieser Prozess? Ja, Dick, diese Frau, ne? Wow. Bleibt nach 3,5 Jahren die Erkenntnis, dass Rapper sich für Promodissen und Anna-Maria Fashishi Einfluss auf Bushido hat? Also für mich hat es sich gelohnt. Ja, das hat die, ja, das ist es. Und ich hatte 3 Jahre einen spannenden Prozess, über den ich berichten konnte. Es war ja nicht nur so, dass es, also es war ja für die Öffentlichkeit sehr spannend. Ja, man hat mitgemampft. Die Frage ist, ob sich dann wirklich die deutsche Justiz damit hätte beschäftigen müssen. Boah, diese Frau, Alter, Mic Drop, die hat anders gerettet jetzt. Sie hat meine Gedanken ausgesprochen, ich glaube jedermanns Gedanken und das, was die Leisten einfach nicht einsehen will. Sie haben einen RTL 2 Prozess hier gemacht auf GZSZ-Basis. Juristisch gesehen war das richtiger Reinfall. Oder ob das eher bei Amazon stattfindet. Oder ob es, genau, ob es wirklich eher Doku-Stoff gewesen wäre. Die Staatsanwaltschaft legte Real Talk. Möwe. Revision gegen das Urteil bei 3 der 4 Angeklagten ein, darunter Arafat Abushaka. Auch Abushakas Verteidiger gehen in Revision, allerdings nur gegen die Höhe der Geldstrafe von 81.000 Euro. Abushaka veröffentlicht im April 2024 ein Buch, Klartext, die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido. Wie du es gemacht hast, werde ich es genau jetzt mit dir machen. Du hattest deine Zeit, jetzt habe ich meine Zeit. Bushido ist seit dem 21. März wieder auf Tour. Nach eigenen Angaben kommen fast 140.000 Zuschauer. Ich finde, wir sollten tatsächlich wirklich nochmal 2 Millionen ausgeben, um rauszufinden, ob auch andere Rapper vielleicht nuscheln. Was denkt ihr? Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen gelungen. Das Ding ist gelungen, denke ich. Also mal jetzt abgesehen davon, dass sie mich komischerweise Monster gecockblockt haben. Aber die haben tatsächlich von meiner alten Künstlerin Genie 2 Songs reingenommen. Also 2-mal den Song Baloo, das war ihr erster Single. Witzig, das ist ja total witzig. Wenn ihr euch noch in Genova einnäht. Ja, die haben mich da todes gecockblockt. Warum auch immer. Abgesehen davon finde ich es trotzdem einigermaßen gelungen. Gute, auch exklusive Sachen. Nur, ich muss eine Sache sagen. Ich finde zu wenig Einordnung und zu wenig zusammenfassend, dass also verstehe ich nicht. Sind die jetzt zaghaft geworden wegen Rezo? Weil in den Kommentaren, muss ich echt sagen, geht es viel noch darum, ne? Bitte erst aufarbeiten, dann die Doku hochladen. Ohne Entschuldigung, in Videoform kein Vertrauen mehr. 400 Likes. Ich schmeiß mich weg. Das erste Video nach Winterpause heißt doch tatsächlich 114 Prozesstage, ein Urteil ohne Gewinner. Bla 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 bla, ohne Aufarbeitung. Also die Rezo-Thematik, also wenn ihr euch erinnert überhaupt noch dran, die haben mit Rezo sich einen Kampf geliefert, wobei Rezo ganz klar, und das muss ich sagen, hier ganz klar und eindeutig beweisen konnte auch, dass die quasi. Ja, mindestens konnte er beweisen, dass sie unsauber gearbeitet haben, wenn nicht sogar wissentlich gelogen haben. Aber sagen wir mal einfach richtig sehr schlecht, unsauber und ihn einfach auch falsch zitiert haben und ihn auch einfach benutzt haben für Clickbait. Wie gesagt, an dem ganzen Ding fand ich gut, dass die auch exklusiven Stuff hatten. Zum Beispiel, ne, Rosberg war drin. Die Staatsanwältin war drin, das ist natürlich gut. Insgesamt ist das ein Mainstream-Produkt, so für den Bürger, der jetzt nichts damit zu tun hat, weil für unsere Bubble ist das klar. Also für uns ist das ja natürlich easy. Das ist ja unser Bread and Butter hier. Nur finde ich zu wenig Einordnung. Die lassen viel einfach stehen. Also gab es vielleicht einen Satz oder so 2 Sätze Einordnung. Also das braucht man schon.
Die haben die Staatsanwältin, genau, Abu, die haben die gar nicht kritisiert, gar nichts dazu gesagt. Bei dem Rosberg hätte man viel mehr klar machen müssen, wer er ist, dass er zum Beispiel bei der Bild einen Podcast hatte, der die ganze Zeit hart, tendenziös, Clankriminalität gearbeitet hat. Dass der Rosberg super hart schießt online gegen uns, gegen Arafat. Dass er Team Bushido ist, das kann man schon sagen. Das muss man sagen. Dass die meine Videos studiert haben, viele Einzelheiten aus meinen Videos haben, mich aber nicht als Quelle nennen, finde ich auch ein bisschen, das finde ich einfach unkollegial, das finde ich assi. Aber vielleicht sehen die mich nicht als Kollegen. Ich bin vielleicht einfach nur ein dummer Kenneck auf Twitch. Dabei habe ich deutschen Pass. Ah, das ist mehr als unkollegial, aber das wären nicht die ersten GEZ oder wie sagt man, Funkmoney oder was für ein auch öffentliches Money supporteten Leute, die so tun, als gäbe es mich nicht. Das ist interessant. Gibt es ja diesen anderen, der auch ein Riesending über Bushido gemacht hat, meine Fotos sogar benutzt hat, Fotos, die ich gemacht habe selber, Ausschnitte von Was los benutzt und aber nicht sagt, wer ich bin oder was ich mache oder gar nicht über mich redet. Ja, muss man schon mal sagen, ich weiß nicht, warum die das machen. Keine Ahnung. Ja, okay. Das war das.